Hallo und willkommen zum Portal 2 Singleplayer Workshop. Präzise den Zuschauer wünschen, denn da hat sich der Lennart was gewünscht. Ist zufällig seine Kammer und die heißt da Mindfold. Also für mich wird es wahrscheinlich ein Mindfuck, aber gut. Oder auf Deutsch gefaltete Gedanken vielleicht so frei übersetzt. Und in meinem Fall Sorgenfalten. Schauen wir mal. Schauen wir mal, da ist ein Pfeil. Achso, einkategorisiert. Interessanter Sound. Ach, die Tür ist noch nicht zu. Ich gehe extra noch nicht vorwärts. Einkategorisiert wird sie in mittel bis vielleicht sogar schwer. Und sie soll ein paar, ja, etwas andere Moves haben, die von manchen vielleicht zu absurd eingestuft werden. Von mir hoffentlich nicht. Mal gucken, ich denke, sie werden okay sein. Und sie hat natürlich wieder eigens kreierte Custom-Musik. Oh, und sie hat einen Monitor. Also nochmal. Doch, die Musik kommt, glaube ich. Ich höre einen Bass. Na, das wird wieder so Elektrokram werden. Okay, da kommt was rausgepurzelt, wenn ich Glück habe. Wie süß. Kann ich da eine Kugel reinmachen? Okay, auf jeden Fall schon mal jetzt eine sehr coole Kammer. Ich hoffe, ich plag mich nicht so ab, dass ich dann später... Hallo. später einen anderen Gedanken dazu habe. Wo stehst du? Du stehst nicht wirklich unter... nicht wirklich unter einem Dropper. Vielleicht kriege ich den von der Seite. Also das wird noch sehr interessant und am Ende schmeiße ich da was rein. So, das ist... Oh, das schaltet... Eieiei. Vielleicht muss ich da ein Item immer... eine Stelle weiter bewegen und hier auch mit einem hantieren. Mal gucken. Vor allen Dingen, ich drücke gar nicht den Knopf, der offensichtlich ist, ne, am Start. So, den gelben Grill weiß ich gerade nicht mehr, werde ich rausfinden. Was könnte es sein? Was könnte es für einer sein? Es könnte der sein, wo man die Items durchbekommt, aber keine Portale behält. Kann ich eigentlich schon testweise Portale schießen? Hallo, das Spiel heißt doch Portal. So, ich denke, das geht weg, oder? Nein. Okay, die Portale bleiben. Ah, das ist interessant. Aber die Grills wechseln halt genau durch und es sind vier Stück. Deswegen weiß ich noch nicht, wie das so funktionieren soll. Ja, es gehen immer, es sind immer zwei an. Also, naja. Ich denke, das muss man in Etappen machen. Vielleicht auch mit einer Würfelopferung oder so. Okay, hier ist das Ende. Ah, oh nein, ich ahne es. Okay. Ja, ist schon klar. Die Kugel rollt irgendwie hier durch und ich muss da rumtänzeln auf dem Knopf. Kann das sein? Jetzt suche ich die Möglichkeit, wie man sie ins Rollen bringt. Wie sie hier irgendwie ankommt. Weil ich will nicht zu viel rumfummeln. Dass ich sie jetzt hier anwerfe und dann rollt sie. Ist auch die Frage, ob sie im ersten Grill schon kaputt geht. Ich habe immer noch nicht den ersten Knopf gedrückt. So, jetzt mache ich's. Ist er getimed? Aha. Oh. Was macht das? Das könnte natürlich hier was liegen, was hochgefallen... Ah ne, die Kugel liegt hier und rollt hier durch und unterbricht zwischendurch vielleicht sowas. Ich habe ja immer so die Basisideen, wenn ich so diese Mechaniken sehe, aber am Ende kriege ich es nicht zusammen konstruiert. Okay, hier rollt die Kugel rein, damit sie nicht woanders abhaut, damit man sie später wiederholen kann. Und wenn man hier trifft... Oh, dann kommen zwei Würfel. Gut. Dann weiß ich das schon mal. Aber wie komme ich da hin? Achso, ich komme da ganz einfach hin. Gut, ein normaler Würfel, ein Laser... Oh, schön. Der Wartebereich hat schon ein Bäumchen hervorgebracht. Das finde ich auch cool. So eine sterile Umgebung, die noch nicht verfallen ist. Und dann wächst hier ein kompletter Baum. Das heißt, das war so geplant. Der Wartebereich hat wahrscheinlich ein kleines Bäumchen gehabt. Und dass es jetzt weitergewachsen ist. Allerdings auch... Nee, das wäre auch unrealistisch, ne? Wenn es dann über die... Lassen wir es mal Jahrhunderte sein oder so. Wenn es hier nicht weiter ausgeufert wäre. Wenn hier nicht die Wurzeln rauskämen oder sonst was. Vielleicht war der schon so groß. Vielleicht sind wir gar nicht so weit in der Zukunft. Warte mal, wir sind gar nicht in der Zukunft. Der Clean Style ist ja gar nicht so weit in der Zukunft. Wenn ich jetzt mal in Portal Reloaded Dimensionen denke, wo man immer... Da waren es auch nur 20 Jahre, ne, die man gewechselt ist. Wie auch immer. Wollen wir mal nicht weiter rumphilosophieren. Wollen wir mal gucken, ob wir was hinbekommen. Und zwar... So, ich hoffe, ich muss die nicht nochmal
opfern die Würfel. Obwohl, ich muss opfern. Ich sehe es jetzt schon, weil ich will da hoch. Ach so. Och nö. Och nö. Oh nein, ich muss die beide treffen, um das erstmal unten zu haben. Ah. Aber wenn ich jetzt treffe, dann lösen sie sich beide wieder auf. Das heißt... Ja, was heißt denn das überhaupt? Oh je, ich glaube, ich gehe erstmal hier rüber. Oder sind wir beide hier wieder? So, jetzt werde ich mal einen... Nehme ich den hier... So ausrichten, dass sich das erhält. Überwürfel. Schick. Und zwar aufrechterhalten mit dem Laser. Den anderen raustragen. So, jetzt ist doch aber die Frage. Obwohl, ist auch keine Frage. Jetzt gehe ich hier runter. Hier rauf. Und jetzt muss ich sie ja auch wieder auflösen. Denn ich will ja wieder hoch. Das heißt, ich lasse zwangsläufig beide... Ach so. Das ist ja sehr gut. Ich habe die Portale so... Stimmt, ich fahre ja gleich hoch. Ich dachte, ich muss die opfern. Nein, das ist ja richtig gut. Das heißt, ich kriege... Oh, ich wollte gerade hier einen Knopf drücken. Ach du Scheiße, ja. Na gut. Aber auch das ist okay, weil ich komme in den Bereich zurück. Ja... Das hier ist nur für Notfälle, denke ich, weil ich... Es sieht so aus, als wenn ich jetzt hier... Ach so. Nee, ist immer noch alles gut. Ich komme jetzt hier sauber durch. Ich hole jetzt den Würfel. Okay, jetzt habe ich 3 Würfel. Sehr schön. Jetzt wird es interessant. Was kann ich als nächstes tun? Jetzt kann ich natürlich hier... Boah, die Mucke dreht auf, ne? Jetzt kann ich hier mal das Turret rösten. Dann sind wir schon wieder einen Schritt weiter. Ach so, jetzt ist natürlich der immer noch da drüben, aber das kann ich ja mal ohne Laser umgehen, damit hier nicht ständig alles neu gerufen wird. So. Bloß nicht da jetzt reinzielen. so. Und den kann ich ja jetzt in die Hand nehmen und rösten. Dann komme ich auch über diesen Knopf drüber. So. Turret ist weg. Okay. Da oben muss ich nichts mehr machen, denke ich. Also... hole ich den auch wieder raus. Okay, dann habe ich hier 3 Würfel. Ich gucke noch mal kurz da rein, weil irgendwas ist ja hier am Ende. Aha. Jetzt noch mal ein Laser, der unterbrochen wird. Dann kommt man da hoch und vielleicht auch wieder geopfert wird oder sonst was. Was haben wir hier? Oh nein, das nächste Turret. Ah, komme ich da auch nicht unbedingt weiter jetzt? Warte. Ach nein. Nein, wo, ach nein, es wurde neu hingestellt. Da habe ich jetzt ja gar nicht dran gedacht. Shit. Okay. Mal schauen, ob mir da was anderes einfällt. Okay, ich ziele mal von der Seite, dann treffe ich den auf jetzt. Ach so. Das ist ja überhaupt viel besser. Ah, halt, ich wollte loslassen. Ja, oder? Der macht jetzt jedes Mal das neue Turret weg. Ja. Okay, dann geht das. Und jetzt muss ich allerdings gucken, dass ich... Nein! Oh. dass ich das nächste schnell wegnehme. Und da müsste man mir jetzt als erstes beantworten, ob ich das darf. Weil ich habe es jetzt so schnell gegriffen... Also ich stelle es jetzt hier irgendwo hin, wo es nichts weiter machen kann, sonst kommt ja das Nächste. Also es muss am Leben bleiben. Ich habe es jetzt so schnell gegriffen, dass es nicht gebraten wurde, ja? Also es... Was ist das denn hier eigentlich? Ach, wie süß. Es könnte natürlich auch sein, dass ich... Ach nee, den anderen Würfel konnte ich nicht reinbringen. Und da fällt mir spontan, ehrlich gesagt, schon mal gar nichts anderes ein. Ich habe noch überlegt, ob ich den Laser irgendwie unterbrechen muss. Dass ich es greifen kann, wenn es auf dem Boden ist. Also nicht, dass ich jetzt hier die Mechanik ausgetrickst habe, dass ich das eigentlich nicht darf, ja. Dass ich den anders schützen muss und ihn nicht greifen darf. Ich muss ja nochmal kurz Brainstorming machen. Also ich krieg doch hier... Hier ist ja auch keine Portalfläche. Hier ist dann mal die Kugel, ist klar.
doch hier kein Item rein. Und ich muss von da hinten mit dem Laser anfangen. Ich habe halt überlegt, ob ich mit dem noch was machen kann. Ne? Als letztes hätte ich hier unterbrechen können und neu rüsten, aber dann muss ich halt auch hinlaufen und es abfangen. Also ich kann jetzt nicht... Ach so. Ich könnte, wenn der verbrannt ist, das schnell hinschmeißen und hinlaufen. Ich denke, das würde klappen. Ich will das mal kurz beweisen. Und dafür speichere ich mir diese Situation ab, die ich jetzt schon habe. Dann muss der jetzt wieder... Oh, wollte ihn eigentlich nur hinwerfen. Jetzt brennt er gleichzeitig. So, er brennt. Ah, das soll natürlich Timing beweisen. Also in dem Moment, wo er brennt, kann man ja schon loslaufen. So, okay, ich denke, so soll es vielleicht gemacht werden. Da bist du. Ich hätte damit auch nicht großartig was umgangen, ne? Denke ich mal. Aber ich will die Sachen ja immer schön machen. Okay, dann hole ich jetzt die Kugel raus. Und fange sie da drüben ehrlich gesagt gleich ab, sonst kullert die irgendwo lang, wo ich es nicht mehr kontrollieren kann. Ja, und apropos kullern, jetzt wird's halt fies. Jetzt muss ich, ehrlich gesagt, mal als Erste, was ich testen muss... Oh, shit. Okay, das heißt, ich muss reingehen. Muss die Verbindung herstellen. Und so kommt die Kugel rein. Die kullert hier nicht. Naja, das wäre ja auch noch schöner. Aber... Eieieiei, ich sehe, ich ahne schon was, dass man hier jetzt... Ich krieg ja gar nichts rein. Ich muss ja komplett durchlaufen. Okay, wie funktioniert das? Werden hier Sachen geopfert? Also ich kann bis hierhin reingehen. Hätte jetzt schon eine Verbindung haben. Kann da... Kann ich eigentlich durch... Ach, durch den kann man auch nicht durchschießen, durch den Grill. Okay. Wie trickse ich jetzt mit dem Knopf? Und warum ist da der Monitor? Das muss ja eine Rolle spielen. Okay, jetzt lass mal kurz überlegen. Gibt es eine Alternative? Jetzt mit den Flächen zu arbeiten. Und muss man irgendeine Kasse... Ach, hier kann ich ja noch drücken. Warte mal, was war das? Ah, das habe ich ja schon wieder ganz vergessen. Na klar, okay. Also die Kugel... Wo ist sie eigentlich gerade? Ich muss sie neu holen. Die Kugel sorgt jetzt dafür, dass was unterbrochen wird und... vermutlich doch dann auch neu gerufen wird. Oh, ich ahne schon, dass ich was Mühsames herstellen muss. Ich bin auch noch nicht ganz schlüssig darüber, warum hier nochmal, ob das nur zum Gucken ist oder ob ich hier nochmal was tricksen muss. Ich muss ja die... Nee, also sobald ich das Turret da stehen habe, kann ja nichts mehr passieren. Also ich glaube, das ist nur zum Gucken. Ich dachte, ich muss einen alternativen Laserweg irgendwie machen. So, jetzt ist ja die Sache klar. Jetzt muss sie nur freundlicherweise hier liegen bleiben. Haha. Glück gehabt. Nein. Nicht Glück gehabt. Ja, das kann man natürlich nicht anders lösen. Weil man jetzt hier keine Mulde machen kann. Das muss gerade sein. Aber ich krieg's hin, dass sie irgendwann liegt. Ich krieg's hin. Man muss sie ungefähr... Wie war das? Ungefähr so greifen, glaube ich. So, das war immer ein ganz guter Ausgangspunkt. Ha! Okay, sie rollt auch nicht zur Seite. Ich speichere das nochmal. Denn jetzt kommt irgendein Manöver, was den Laser unterbricht. Jetzt muss ich mir das überlegen. Und zwar kommt natürlich ein Würfel darauf, der mir... Ne, warte mal. Ja doch, der mir die erste... Oh, das wird ein Hin und Her. Warte. Welcher Würfel kam von wo? Der kam von oben, glaube ich. Sie sind ja immer farblich markiert, ne? Entschuldigung, das habe ich ja noch gar nicht gewürdigt. Also da ist lila, da ist blau, da ist orange. Das kann natürlich nicht alles sein, aber... Ja genau, da ist, nennen wir es mal türkis. Ich glaube, es ist ein türkis. Also der ist von oben, der ist jetzt am unwichtigsten. Den kann ich nicht neu rufen. Mitnehmen kann ich ihn auch nicht, weil durch den ersten Grill kriege ich nichts durch. Weder... Portale, oder? Portale waren doch auch weg, ne? Hatte ich doch getestet am Anfang. Ah, nee, Portale nicht. Stimmt. Oh, ich muss ja schon das erste Portal gesetzt haben, dass ich wieder zurückkomme. Okay. Ich mach's ehrlich gesagt
Oh, jetzt wird's mühsam. Was machen wir denn jetzt am besten? Vielleicht nehme ich auch den Würfel, um da zu treffen, dass hier nicht gleich alles kaputt geht. Dass nur da kurz der Laser unterbrochen wird, damit hier die Würfel... Nee, der muss da liegen, glaube ich. Also, was muss denn passieren? Ich bin hier drin. Beziehungsweise, ich starte die Kugel, ich bin hier drin. Dann passiert was, was einmal umschaltet. Ach du Scheiße. Dann passiert was, was zweimal umschaltet. Ich muss ja dreimal umschalten. Igitt. Ne, ich starte hier, einmal umschalten, dann ist der da, zweimal umschalten, dann ist der wieder da. Oh Gott. Okay, das ist ein... Kann man sowas machen? Dreifach Sacrifice? Geht ja gar nicht. Weil ja hier zwei Würfel auf einmal verschwinden. Ach du Kacke, ey. Die Kugel kann nicht involviert sein, dass die noch oben drauf ist oder unten oder sowas. Die rollt ja schon. Also die Kugel rollt schön bis da. Ah, ich ahne was, wenn der letzte Würfel weg ist. Ich krieg ja den gar nicht weg. Wie muss ich das auch noch rekonstruiert haben? Dass alle Würfel nach und nach neu kommen? Oh Gott. Oh Gott, es ist jetzt die Gefahr da, dass ich es kompliziert denke, aber ich komme auf jeden Fall darauf hinaus, dass ich drei Opferungen machen muss. Ne? Also nochmal, hier geht's los. Erste Opferung fällt runter, zwei sind noch oben. Ich bin hier. Zweite Opferung, der letzte fällt runter. Ich bin hier. Es muss doch so sein. Scheiße. Okay, also, wie kriege ich drei Würfel hintereinander geopfert? Das ist doch das Problem, wenn zwei zusammen gerufen werden. Vor allen Dingen, wenn ich, wie gesagt, einen mit einbeziehe, der da oben geholt wird, dann müsste ich da ja mindestens ein Portal haben. Dass es am Ende durchkommt. Hatte ich es jetzt abgespeichert? Ja, wegen der Kugel hatte ich es abgespeichert. Ich muss jetzt einfach mal ein paar Sachen probieren, sonst wird es nichts. Und zwar probiere ich als erstes, ist vielleicht nicht richtig, aber... das ist ja eine Situation, die... wo nichts kaputt geht. Weil der obere Würfel ja nicht sich mit auflöst, also der... Also gucke ich erstmal, was mir jetzt hier überhaupt in Sinn kommt an Opfermaßnahmen. Beziehungsweise jetzt könnte ich auch wieder... Oh, oh. So könnte ich auch wieder hoch, aber wie... Ja, nee, eigentlich nicht. Ich könnte es runterfahren, aber wie komme ich wieder hoch? Ich will mir wieder eine Verbindung herstellen, das ist es einfach... Okay, ich habe das Gefühl, jetzt kommt der Part, der ein bisschen länger dauern könnte. Ne, das ist ja auch blöd, ne? Ist das jetzt auch blöd? Muss ich wieder beide opfern? Und die geht es überhaupt? Ging das? Ja, das habe ich doch irgendwie hinbekommen. Warte mal. Huh. So, jetzt haben wir das. Jetzt kann ich wieder tricksen. Also ich will eine Verbindung, aus irgendeinem Grund will ich eher eine Verbindung nach da oben haben. Jetzt kann ich wieder tricksen, indem ich... Was mache ich denn jetzt? Warte mal. Ich musste sie auflösen. Wie hatte ich sie auf... Ach nein, ich hatte den anderen da drüben liegen. Okay, das ist jetzt auch wieder so eine Sache. Warte mal. So... Ich hatte den hier liegen. Müsste man sich dann eigentlich auch nochmal abspeichern, wenn man die Verbindung hinbekommen hat. Die Kugel liegt sehr schön da. Das speichere ich dann nochmal mit. So, ach so. Ging doch auch wieder nicht. Scheiße.
Okay, jetzt kann ich das aber wieder mit dem überbrücken. Jetzt rufe ich sie wieder neu. Verdammt. Muss da rüber gehen, hole aber nur den, beziehungsweise lege den jetzt nicht mehr hin. Der kommt in die Ecke. Dann hole ich den. Nee, ich hole den Laser so, dass ich die Verbindung da hinten habe. Das ist hergestellt. Jetzt. Meine Portale sind verdreht, aber ich komme schon klar irgendwie. Was mache ich denn jetzt? Jetzt muss Blau dahin. Dass ich erstmal den Laser nicht habe. Genau. Ach ja, jetzt habe ich wieder beide Verbindungen und konnte. Ja, das wird aber schwierig. Hätte ich den mitnehmen müssen? Ne, ich kann ja den Laser nicht holen. Ich wollte jetzt zwar nur die Verbindung nach unten haben, aber jetzt habe ich den da liegen. Und komme dann nicht an alle Würfel ran. Ist auch wieder dumm. Ach, shit. Das war nicht gut. Achso, ich komme ja wieder raus. Ich käme wieder raus. Das heißt, ich könnte eine Verbindung nach hierhin herstellen, wenn ich das irgendwie anders... Ach, scheiße, das ist jetzt blöd gelaufen. Ach, nee. Das ist ja die Lösung. Ich nehme den einfach. Ich opfer hier gar nichts mehr. So. Dann ist es vielleicht doch Teil der Lösung, dass man hier runter geht. Auf jeden Fall hat es ja... Ah, nein, nein! Ach, Mann. Ein ärgerlicher Bug, ey. Ach, Portal. Das hätte ich wissen müssen. Shit. Hoffentlich ist jetzt auch nicht noch die Musik weg. Das wäre der nächste Bug. Habe ich es brutal noch... Warum rollst du denn jetzt? Hier geht ja alles schief. Okay, die Musik kommt wieder. Ich bin schon mal glücklich. Ansonsten sieht es ganz schön all aus, was hier gerade passiert. Ach, Mann. Warum klappt denn das nicht? So, okay. Das sieht gut aus. Ich musste gerade ein bisschen husten. Okay, wie hatte ich es jetzt gemacht? Ich habe den genommen. Habe sie gerufen, ne? Ja, habe sie gerufen. Bin... rübergegangen, habe einen ausgerichtet. Das finde ich ein bisschen enttäuschend, dass dieser Speicherpunkt das Nichtrollen der Kugel nicht abgespeichert hat. Da hätte ich es auch nicht speichern müssen. Aber was ich jetzt speichere, so, jetzt wird wieder überbrückt. Warte. Den muss ich nicht mit hochnehmen. Ich komme auf jeden Fall wieder runter. So, jetzt kein Laser. Ach ja. Ich gehe immer von der Opferung aus, aber nein. Jetzt. Ach so. Vielleicht diesmal mal speichern. So. Jetzt gehe ich zum Laserwürfel. Oh, das ist auch schick da, dieses Licht. Sieht alles sehr cool aus. So, und jetzt Vorsicht. Nicht an irgendeine Kante. Bei beweglichen Objekten ist Portal etwas eigen. So, jetzt habe ich alles hier. Sogar... Ah, nee, da, es geht um das Portal da oben. Ich weiß noch nicht warum, aber es könnte eine Rolle spielen. Es könnte, es muss nicht. Es könnte. Allerdings... Jetzt kann ich ja da wieder nicht treffen. Was will ich denn eigentlich? Scheiße. Es gibt viele Möglichkeiten. Man könnte auch Würfel hier zerquetschen, aber sie haben ja keinen Auto-Respawn. Also ich denke schon, es geht ums Rufen. Ich muss sie eigentlich alle an dem Knopf verwenden. Das ist es doch. Ich kann eigentlich jetzt hier keine Sacrifice-Manöver machen. Das ist natürlich auch Mist. Ja. Und ich kann von da drin, jetzt kann ich ja noch nicht mal reingehen. Ich könnte mal einen draufsetzen.
kann, wie gesagt, noch nicht mal von hier drin da treffen. Ich denke nicht, dass ich das kann. Nee, kann ich absolut gar nicht. Okay, ich muss hier drin sein und es muss sich was aufgelöst haben. Okay, wie löst sich denn was auf? Das heißt doch wiederum... Ach nein, ich hätte ja wieder jetzt hier... Kann ich mit dem starten? Dass der unten liegt? Dass der als erstes aufgelöst wird, indem das Portal da oben ist. Irgendwie ist es gerade nicht zielführend, weil ich am Ende noch da treffen will. Mann, ich kann hier keine Würfel hinlegen. Das ist einfach so. Wie soll denn das gehen? Also ich könnte ja jetzt den Strahl aufrechterhalten. Da, also ich könnte ihn einmal rufen und aber auch gleich wiederholen. Ja, das mache ich jetzt mal. Falls es Teil der Lösung ist, dann hole ich den jetzt hier. Und dann ist er trotzdem der Erste, der sich auflöst. Aber dann muss ich es ja danach geschafft haben, wenn der Laser dann... wieder da ist, dass da noch was passiert. Wie soll denn das gehen? Warte mal, kann hier irgendwas passieren? Nö. Also, dass hier ein Würfel liegt und das wurde extra verhindert, denke ich mal. Dass hier über drei Ecken, die ich gar nicht zur Verfügung habe, weil ich nur, also weil ich gar keine Fläche habe und da kriege ich keinen Würfel rein. Nee, also Laser umlenken ist hier nicht, denke ich. Hier war ja auch nichts an weißer Fläche. Nee, hier leitet man nichts rum oder so. Ganz schön fies. Jetzt hänge ich an diesem Finale fest. Ich hoffe mal, dass es das Finale ist. Aber es wird sicherlich da hinten auch nochmal fies. Es war ja mehr als nur die Kugel. Oh Mann. Okay, was kann ich denn jetzt machen? Ist das falsch gedacht, dass man den mitopfert? Aber ich muss halt alle opfern, ne? Okay, die Kugel rollt und was passiert dann? Wenn ich jetzt von Anfang an diese Fläche gehabt hätte, ja, dass der trifft, dass er direkt trifft. Oder nee, dass ich da noch einen Würfel liegen habe, der dann zuerst trifft, könnte auch sein. Ich krieg's nicht hin, muss der als letztes übrig sein, dass der gar nicht geopfert wird. Dass er als letztes fällt. Weil einer muss ja als letztes fallen. Aber wenn ich, sobald ich da einen opfere... Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sich... Ich kann es mir immer nicht merken, wie sich sich auflösende Würfel verhalten. Ich glaube, wenn ich jetzt hier treffe... Sie haben zwar die Eigenschaft, dass sie den anderen auf dem Knopf beim Sacrifice noch kurz in der Luft halten, aber der Laser ist direkt hinüber. Sonst wäre meine Überlegung gewesen, dass der da liegt, erstmal trifft. Ich kann ja den Laser gar nicht umschießen. Das ist ja alles Quatsch. Das ist alles Quatsch. Das. Okay, gehen wir mal davon aus, dass der ganz oben ist. Dass der als letztes fällt. Dass ich nicht irgendein Firlefanz mit dem da machen muss. Andererseits, wie kann ich die... Ich kann die nicht nach und nach opfern, wenn dann... Wenn, dann kommen sie doch beide neu. Sie werden beide da gerufen. Sie hatten keinen Auto-Respawn. Also ich kann nicht einen irgendwie anders killen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe ein bisschen Hemmungen, jetzt hier diesen Spielstand nochmal. Bin aber gerade ganz zufrieden mit ihm, also ich speichere es nochmal. Und jetzt kommt nochmal der Test. Da kommt nichts neu. Jetzt kann ich ja alles kaputt machen, was soll's. Da wird auch nichts neu kommen. Und bei dem wird auch nichts neu kommen, denke ich. Okay, nirgendwo Auto-Respawn. Jetzt wieder die Kugel stoppen. Jetzt ist er brav. Gut. Okay, kein Auto-Respawn. Wie opfert man die? Das ist jetzt echt die Krux.
nicht. Ich habe immer Angst, dass so ein Rückschluss falsch ist, dass ich hier eine Dreifachopferung brauche. Also nochmal, ich habe alles arrangiert, stehe da. Da muss man sich natürlich vorstellen, was da ist. Da ist dann der zweite Grill. Ich opfere, schlüpfe kurz durch. Dann fällt aber schon wieder der nächste Würfel. Und dann kommt der dritte Grill. Dann müsste sich irgendwas wieder opfern. Wie geht das überhaupt? Das muss so nach und nach irgendeine Kaskade der Opferungen stattfinden. Also nochmal, ich stehe hier, drücke ein. Erste Opferung, ich komme dahin. Zweite Opferung, ich komme dahin. Dritte Opferung, ich komme raus. Das muss so passieren, oder? Das sind für mich drei Opferungen. Ich sehe das nicht anders. Und dann habe ich noch die Nummer da. Das ist vielleicht nur, um zu sehen, dass ich jetzt hier drücke und dass das auch klappt mit der Kugel. Also mein Vorstellungsvermögen hätte dafür gereicht. Ich weiß nicht, ob man es noch für was anderes braucht. Aber wie kriege ich drei Opferungen hin? Das ist einfach... Also der Laser wird unterbrochen. Vielleicht mal ganz scharf nachdenken. Soll er überhaupt hier rein? Warte mal. Wenn er... Das wüsste ich jetzt auch gern mal. Kriege ich das jetzt am besten raus? Wenn der hier jetzt trifft... Ach man, ich muss es ausprobieren. Es war doch so, wenn der sich selber ruft, der Laser geht doch sofort wieder... Der geht nicht sofort wieder durch. Okay. Dann habe ich eine Ahnung. Dann habe ich eine Ahnung. Jetzt muss ich das mal überlegen. Dass hier vorher alle möglichen Würfel... Ach, das geht doch gar nicht. Ich denke ja völlig falsch. Die müssen alle übereinander liegen. Das ist es doch. Ich brauche hier gar nicht irgendwie Würfel hinlegen. Wie kriegt man denn das hin? Dass man die alle hier liegen hat und da was mit dem Laser macht. Dann muss der jetzt erstmal getroffen haben. Dann unterbricht die Kugel und dann geht irgendwas los. Aber was soll denn hier großartig losgehen, wenn... da gar nichts mehr neu gerufen. Wo ist denn mein dritter Würfel jetzt schon wieder hin? Warum ist der da oben? Achso, habe ich noch gar nicht neu gestartet, seitdem ich die Opferversuche gemacht habe. Okay, jetzt ist alles wieder da. So, also die Würfel liegen hier drauf. Die Kugel kann es nicht sein, denn die rollt ja. Die rollt dann auch darunter. So, damit ist die Kugel aus dem... Warte. Aber nee, der löst da nichts aus. Kann man dich irgendwie mit einbeziehen? Vorstellen, ehrlich gesagt. Also, mal testen. Er ist nicht schwer genug für so einen Knopf, das weiß ich. Soll er irgendwas... Ah, er kann natürlich verbrennen. Oh, ja doch, na klar, er ist für eine Verzögerung zuständig. Oh, das ist ja clever, ey. Das ist ja clever. Okay. Das ist ja zumindest ein kleiner Schritt in vielleicht eine richtige Richtung. Also der ist ganz oben. Die beiden, aber trotzdem lösen die sich halt beide auf. Wie soll man es verhindern? Ich kann da... Ich komme nicht weiter. Ich kann da... Wer da? Ah. Suche. Okay, das ist kritisch. Der guckt jetzt nochmal gegen die Wand. Was ich jetzt hinkonstruieren muss, das ist doch was nach da oben. Das kann es eigentlich nicht sein. Das kann es eigentlich nicht sein, weil ich muss ohne die Würfel hier was hinbekommen. Oh Mann, ey. Aber an welcher Stelle verbrenne ich dann das Turret? Ich
funktioniert ja auch schon wieder nicht. Also Kugel rollt hier. Trifft das vorher schon oder trifft das noch nicht? Und wann wird das Turret gebrüttet? Ey, ist das jetzt ein falscher Gedanke? Das muss der richtige Gedanke sein, ehrlich gesagt. Wenn ich das Turret da rausbekomme, das muss der richtige Gedanke sein. Was kann das Turret für mich tun? Turret wird doch auch nicht von der Kugel umgestoßen und macht dann noch irgendwas, oder? Das wäre zu experimentell. Es hieß im Workshop, dass es einen Schritt gibt, den man vielleicht ein paar Mal probieren muss. Kann natürlich jetzt so ein Kram kommen, ja? Was sind die Eigenschaften eines Turrets? Man kann ja auch Turret Climbing machen. Ich wüsste jetzt allerdings nicht wo. Irgendwas, was ich nicht sehe. Irgendein Quatsch kann ich mir nicht vorstellen. So, dann gibt es noch da oben. Das wird es auch nicht sein, dass hier nochmal was runterkullert. Das ist schon die Kugel so. Okay, was mache ich mit dem Turret? Was mache ich mit dem Turret? Wo steht das Turret? Das ist vorher noch... Das ist vorher noch... Nee, also... dann den Laser abbekommt irgendwann und nochmal verzögert? Das kann ja auch nicht sein. Ich kann es ja schlecht jetzt da irgendwo hinstellen. Also es muss... Mann, und ich kann hier einfach keine Würfel reinbringen. Das ist das Verrückte. Sehe ich doch richtig, oder? Dass ich alle Würfel brauche. Auf dem Knopf. Das kann doch gar nicht sein. Dreimal Opferung. Der erste lässt mich rein, dann einmal, zweimal. Halt, ich bin hier. Erste Opferung da, zweite Opferung da, dritte Opferung raus. Drei Opferungen. Es sind drei Opferungen. Es muss immer einer sich auflösen und der nächste muss nachfallen. Wie soll das gehen? Mit einem Mal rufen, wo sich zwei auflösen. Das kann doch gar nicht gehen. Das kann ich doch eigentlich verwerfen. Wenn die gleichzeitig aufgelöst werden. Und das teste ich jetzt einfach mal. Ich muss hier leider Sachen ausprobieren, die ich nicht hundertprozentig wissen kann. Aber da gibt es ja auch keine Stufen, in denen das stattfindet. Also wenn ich jetzt... Mal beobachten, wie das alles fällt, ja. Ist der Gedanke falsch mit den Opferungen? Es kann doch gar nichts anderes sein. So, wenn ich jetzt den letzten oben habe, dass der mir zuletzt auf... Muss natürlich auch nicht sein, ne? Also na, ich probiere jetzt mal was. Ich will jetzt mal sehen, wie die fallen. Jetzt habe ich sie ausgerechnet da gestapelt, wo es ungünstig ist. So. Also die unteren beiden müssten komplett zeitgleich sich auflösen. Da dürfte keine Unterbrechung mehr sein. Es sei denn, ein Ghost Cube schafft es dann nochmal zu drücken. Kann ich mir aber kaum vorstellen. Wow, darf ich mal wow sagen? Das war sehr interessant gerade. Das war sehr interessant. Also, wenn das jetzt reproduzierbar ist, dann ist das... Dann ist das was Neues, was man ja kaum ahnen konnte, dass zwei Würfel, die gleichzeitig gerufen werden. Jetzt muss ich mir mal merken, welchen ich so unten hatte. Dass die unterschiedlich kaputt gehen, ja? Also eigentlich ja zeitnah kaputt. Achso, warte mal. Warte mal, der erste hält. Ach, der eine Ghost Cube hält auch noch den anderen Ghost Cube. Muss man das so betrachten? Ja klar, weil den regulären Cube hält er ja auch. Boah, ist das so gewollt? Also ich habe jetzt den normalen unten. Tatsächlich. Nee, aber warte mal. Jetzt ist... Das ist...
ist ja super interessant. Also der... Also ein Ghost Cube rutscht sofort durch. Ob das so gut ist? Ging das nicht zu schnell jetzt? Ist das überhaupt die Lösung? Der ist ziemlich schnell durchgerutscht. Vielleicht reicht's, aber... Das ist schon echt super tricky. Ich meine, ehe ich jetzt hier noch ewig rumprobiere, mache ich es einfach. Das ist ja faszinierend. Wenn wir eh schon den Speicherpunkt haben. Wow. Aber was bedeutet denn das? Ich muss erstmal eine Konstellation hinbekommen haben, die den Laser hat, ne? Okay, jetzt muss ich das wieder herstellen, ist klar. Also ich schließe jetzt mal die Nummer aus, dass ich da oben was mache. Ich schließe es einfach aus. Ich habe da viel zu kompliziert gedacht. Ich hole jetzt alle Würfel hier hin und arbeite auch nicht mit der, mit dem Portal hier hinten. Ist einfach so. So, mache jetzt. Stelle die Verbindung her. Da ist alles safe. Jetzt stapel ich die. Und das wäre eigentlich auch gleich wieder ein Grund abzuspeichern. Dann habe ich zwar die Connection nach oben verloren für den türkisen Würfel, aber daraus mache ich jetzt mal nichts. Das geht nicht, diese Portale da noch irgendwie zu haben. Damit hat es nichts zu tun, denke ich. Es ist allerdings die große Frage, wie viel Zeit hatte ich beim ersten Mal? Also wenn der erste Grill weggeht, gehe ich sofort durch. Oder ich gucke eigentlich nur auf die Grills. Sofort, wenn ein Grill weggeht, laufe ich durch. So, ich habe hier beide Verbindungen. Um die geht es eigentlich nur, dass ich die Kugel reinhole und eigentlich auch alle Würfel reinholen kann. Ja, okay, also ich speichere nochmal. Wo waren jetzt das Turret zuletzt? Das habe ich hier nicht abgespeichert, ne? Das guckt noch in die Ecke. Schade! Kommt da noch was, oder? Das wäre es ja noch gewesen, wenn das Turret... Vielleicht kommt es noch. Vielleicht kommt das Turret noch mit rein. Okay, also... Speichern. Drücken und gucken. Ich habe mich verzählt, ne? Warte mal. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich muss es mir nochmal angucken. Aber der zwei... Also nochmal, jetzt bin ich da drin. Ich muss... Ja, es muss dreimal... Dreimal dieser Knopf neu gedrückt werden. Ist das nicht gegeben? Die ist nicht gegeben. Oh nein, der hat ja nicht gedrückt. Ah, der zweite Ghost Cube hat ja nicht gedrückt. Nein! Ach Mann! Das habe ich jetzt so auf interessante Art rausgefunden, tatsächlich. Och nö. Was hat denn das zu bedeuten? Wie geht denn das bloß? Also da muss ich mir auch keine Gedanken drüber machen, dass die gleichzeitig gerufen werden. Also das kann so nicht funktionieren. Ist das doch was mit dem Turret? Das gibt's doch gar nicht, Alter. Wie soll ich denn das Turret hier eingebunden haben? Das würde doch jetzt schon verbrennen. Also das muss doch die Ausgangslage sein, dass er jetzt erstmal trifft, dann unterbrochen wird. Soll das Turret hier stehen und irgendwie reingeworfen werden, von der Kugel reingestoßen? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber vor allen Dingen, was hilft denn das? Ich muss diesen Knopf halt dreimal drücken und nicht zweimal. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ich muss ja auch hier starten. Das ist ja der erste Moment, wo der Knopf gedrückt ist. So, dann kommt so ein Ghost Cube Kram. Soll man das Turret da hochfeuern? Das kann ich mir kaum vorstellen. Dass die Kugel oben drauf auf de... Geht sowas überhaupt? Dass die Kugel auf dem letzten Würfel rumeiert. Ist schon sehr speziell, ne? Zumal ich... Also glücklicherweise ist jetzt... Ah, ist sie gerade liegen geblieben, aber... Nein, sie hält nicht. Irgendwann fängt man dann an,
sich Sachen auszudenken, die Quatsch sind. Würde das theoretisch gehen, dann muss ich halt wieder diesen Würfel opfern, was ja auch irgendwie nicht funktioniert. Aber ich will es jetzt mal aus Spaß wissen, wieso das Turret fliegen würde. Da würde bestimmt auch nur Quatsch bei rauskommen. Allein deswegen, um es zu verwerfen als Idee, mache ich das jetzt mal. Kann das Turret noch irgendwas anderes für mich tun? Man kann es sprengen. Ich weiß nicht, ob es eine Sprengwirkung hat. Suche. Es kann auf was schießen, aber... Ob das was... Was denn jetzt los? Oh mein Gott. Ach ja, stimmt. Es geht ja sofort los. Okay, das ist völliger Quatsch. Das Turret fliegt in sonst was für Sphären. Was mich ehrlich gesagt sehr gewundert hat, weil die Kugel lag auch da und ist nicht so hoch geflogen, sondern die muss eigentlich gerollt sein. Hä? Achso, ja stimmt, hier kann man es ja sehen. Warte mal, das sieht sehr steil aus. Aber ich sehe ja, wie es... Warum? Es ist nicht so steil. Warum ist denn dieses Turret wie wahnsinnig geflogen? Das muss sich irgendwo verkantet haben und hat dann irgendwie Druck bekommen oder sowas. Okay, aber es muss doch was mit dem Turret sein. Oder? Mir fällt doch bald nichts mehr ein mit nur drei Würfeln, von denen zwei sich gleichzeitig auflösen. Die Kugel muss rollen, das muss es sein. Also die Kugel ist da. So, was macht die Kugel? Die unterbricht den Laser? Was passiert dann? Dann trifft der nochmal. Das jetzt hier irgendwie... Nein, ich kann die Würfel nicht hier hinholen. Das ist es einfach. Ich denke schon drüber nach, dass hier der Laserwürfel liegt und so ein Kram. Was soll denn da alles auf diesem vermaledeiten Knopf stehen? Ich kann hier kein Portal mehr schießen. Also ich mache hier nichts mehr. Ich drücke und dann geht es los. Das kann doch gar nicht sein. Wie? Muss ich irgendwie einen kurzen... Nein. Nein, nein, nein. Ich muss keinen kurzen Moment erwischen, wo ich da treffe. Das kann nicht sein. Wenn die Grills wechseln, da ist kein Moment, wo man durchschießen kann. Es kann nichts mit... Ist ja sowieso schon längst ausgeschlossen, mit Kugel durchrollen oder so sein. Weil ich sie hier nicht reinkriege. Kann ich hier irgendwas machen? Was machen wir mit dem Turret, verdammt. Das Turret wird neu gerufen, nur wenn es kaputt geht. Ich kriege es hier nicht kaputt. Ich würde es... Ah, es drückt ja nicht. Es drückt ja nicht den Knopf. Ich will es jetzt auch nicht hinlegen, dann geht es ja halt gleich kaputt. Und ein Würfel drauflegt, das wird jetzt langsam zu speziell. Also so eine Gedanken muss man dann einfach auch mal ausschließen. Aber was kann denn das Turret für mich tun, verdammt? Wenn es hier steht. Ich meine, was soll es helfen, wenn es umgestoßen wird von der Kugel? Es ist ja das gleiche, wie wenn die Kugel durchrollt. Es macht ja keinen Unterschied. Wäre natürlich cool, wenn man erst was mit dem Turret machen könnte. Und dann was mit der Kugel, aber dann müsste ich... Ich probiere es jetzt mal. Es ist schon auch sehr, sehr timing-kritisch. Dann müsste ich sozusagen das Turret hier hinstellen. Das wird nicht die Lösung sein. Das wird so schnell explodiert sein, dass ich es nicht bis dahin schaffe. Also Turret hier hinstellen, brutzeln lassen... Das müsste auch vorher einmal schon getroffen haben. Also der Gedanke war jetzt, Turret hier hinstellen, brutzeln lassen, laufen, 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 drücken, schon mal durchgehen. Aber bis dahin ist der erste Grill schon längst wieder da. Das Turret ist explodiert. Der erste löst sich auf oder zwei lösen sich auf. Und ich habe immer noch nicht... Ich habe die Kaskade ja nicht verändert, selbst wenn das jetzt irgendwie klappt mit dem Turret.
Das hat doch nichts mit diesem Würfel zu tun, oder? Also da oben, dass der da gerufen wird. Mann, das ist ärgerlich. Man arbeitet sich durch so eine Kammer durch und dann ist man an so einer Stelle, wo man wieder so leer gesaugt wird und einem die Ideen ausgehen. Ich raff das nicht. Wie soll ich diese ganze Kaskade hinkriegen? Was soll da noch oben drauf? Das kann doch nicht gehen. Das kann doch nicht gehen. Mir gehen einfach die Items aus. Wie soll ich denn das mit diesem Knopf machen? Ich verstehe das nicht. Selbst wenn ich jetzt irgendwie die Wahl hätte, wie ich die auflöse. Und das, die Wahl habe ich ja schon. Ich habe das ja gemacht. Soll das Turret noch mittendrin irgendwie liegen und dann auch was verzögern? Kann ich mir nicht vorstellen. Geht nicht. Man kann ja nicht auf dem Turret noch Sachen stapeln. Und hinlegen kann ich es nicht, dann geht's gleich kaputt. Kann ich mal testen. Also muss ich eigentlich nicht testen. Wissen wir ja. Es will gar nicht. Es will sich gar nicht hinlegen. Geht's da auch noch kaputt. So, dann kommt da das Neue, das weiß ich ja. Das ist doch Irrsinn. Was macht denn dieses Turret? Soll das hier irgendwas halten? Das wäre sehr experimentell, das kann es nicht sein. Aber irgendwas muss es mit dem Turret doch sein. Was kann ich mit dir machen? Was kann ich mit dir machen, verdammt? Das Turret kann doch nur einer Verzögerung dienen. Der Verzögerung eines Lasers. Wenn es gebraten wird. Aber da drehe ich mich schon wieder im Kreis, weil das hilft mir nichts. Das hilft mir nichts bei diesem Opferungsding. Habe ich mich hier verzählt oder was? Aber das beweist doch ganz genau, dass ich mich nicht verzählt habe. Weil das hier nicht geklappt hat. Also nochmal, es ist Blödsinn. Es funktioniert nicht. So, jetzt geht einer kaputt. Ja, jetzt liegt der da. Was hätte da noch passieren sollen? Was hätte da noch passieren sollen? Den dritten oben rauf zu hauen, funktioniert auch nicht. Also ein Ghost Cube drückt einfach den Knopf nicht mehr. Ne? So kann man das eigentlich festhalten. Ich gehe jetzt mal hier rein. Konnte ich hier noch irgendwas machen? Hier ist noch ein Laser. Warum ist denn hier sowas Oranges? Wahrscheinlich, weil man hier keinen Würfel hinlegen soll. Da rutscht der dann weg oder was? Und das weiß ich halt auch nicht, ob das nur zum Gucken ist. Aber ich krieg doch hier keinen Laser irgendwie um die Ecke rum und sonst was. Oder? Nee. Also wenn ich hier drin bin, kann ich es vielleicht irgendwann geschafft haben, den Laser hier um die Ecke zu leiten, um wieder mit dem Turret irgendwas zu machen? Aber warum? Dann muss ich wiederum die Kugel zerstören. Ich meine, das ist jetzt eine Überlegung ganz fürs Ende, ja, aber... Ah, die hat Auto-Respawn. Okay, also die müsste irgendwie... Geht ja gar nicht, die liegt dann da drin. Wie kriege ich denn bitte... Ach, das ist ja auch noch so eine Sache. Wie kriege ich denn bitte die Kugel kaputt, wenn sie da einmal drin... Ach nee, es geht um den Laser, okay. Na gut, die kann man vielleicht hier kullern. Wofür ist die... Ach nee, die ist ja für den Ausgang wichtig. Das heißt, die muss da am Ende drin... Was? Oh Gott, es ist alles furchtbar. Ich habe noch nicht mal die Nummer hier entschlüsselt. Was ist denn das? Ich habe überhaupt keine Idee mehr. Was soll denn da alles fallen? Das geht doch nicht. Das geht doch einfach nicht. Ich habe nicht so viele Sachen, die da auf diesen Knopf fallen können. Ich verstehe das nicht. Ich muss doch meine Portale durchretten. So. Ich kann nicht mit den Würfeln arbeiten. Das steht doch fest. Hier einen Laser reinzulenken ist auch Murks. Weil ich hier noch kein Item habe, um umzulenken. Und habe auch nicht die Verbindung. Ich sehe es absolut gar nicht. Absolut.
absolut gar nicht. Ich verstehe das langsam nicht mehr. Ich weiß nicht, was hier noch passieren soll. Was soll denn hier noch übereinander liegen? Das muss doch irgendwie anders funktionieren. Habe ich eine falsche Reihenfolge? Geht hier irgendwas, wenn man eine andere Reihenfolge hat? Aber dann habe ich den in der Mitte und der löst sich ja auch nicht auf. Oder ist der unten und wird doch als erstes geopfert? Aber das wäre doch total absurd. Weil dann löse ich einmal da oben auf. Dann müsste ich doch wieder dieses Portal gehabt haben. Und dann kann ich hier nicht mehr rumtricksen mit den Portalen. Also, dass der zu... Ah, das ist doch, das funktioniert doch genauso wenig. Dann habe ich doch auch nur eine Auflösung und dann noch eine Auflösung. Das sind auch wieder nicht drei. Ich komme doch nicht auf drei Druckpunkte hinaus. Bei dem Ding. Wie schaffe ich das? Das ist grundsätzlich... Ist es für mich nicht nachvollziehbar, wie das hier geht. Und da kann doch auch das Turret nichts helfen. Das Turret drückt nichts. Müssen die anders fallen, dass die gar nicht geopfert werden? Dass nur einer unten geopfert wird und dann irgendwas passiert? Aber wie sollte das passieren? Also, dass der untere geopfert wird und die dann irgendwie nach und nach was machen? Wie soll das gehen? Also hier kann nichts mit Laser reinleiten sein. Das schließe ich echt aus, dass hier ein Würfel liegt, der noch irgendwie zurücklenkt oder sowas. Das kann es doch nicht sein. Also ich gehe es jetzt nochmal trocken durch. Das ist die Ausgangslage. Hier liegt alles. Ich stehe da. Erste Auflösung. Ich stehe da. Dann fällt was runter. Ich stehe... Warte mal, das muss doch eigentlich klappen. Ich stehe da. Dann wieder auflösen. Ah nee, am Ende muss aufgelöst sein, ne? Oder? Nee. Ja doch, am Ende muss... Am Ende muss alles aufgelöst sein? Habe ich das die ganze Zeit falsch überlegt? Warte mal. So, sie liegen drauf. Ich bin da. Einmal auflösen. Ich bin da. Nachfallen. Ich bin da. Wieder auflösen. Ja, dann ist es doch nur zweimal auflösen. Aber ist ja schon schlimm genug, weil... Oder steht das Turret da oben? Also, es ist auch Quatsch. Ist ja auch Quatsch. Mann, wie... Wie kriege ich den weg? Okay, am Ende muss aufgelöst werden. Das war das Problem. Logisch. Habe ich jetzt ja gar nicht aufgepasst. Also wenn am Ende was liegt, komme ich nicht durch. Okay, dann... Ja, dann ist das jetzt ein völlig neues Denkmuster. Ich muss beide Auflösungen, und zwar sowohl von den beiden als auch von dem da oben, beide mit reinbringen? Ist es das? Oh Gott, ey. So, es ist jetzt aber nicht das... Es muss da... Soll es da nicht direkt treffen? Wie soll es sonst... Oh, von unten hoch? Ach du Scheiße. Dass es gar kein Portal ist. Dass der Würfel da... Ach, da kann kein Würfel liegen. Das ist Quatsch. Die Würfel sind alle da. Obwohl, nee, einen kann ich mir natürlich leisten. Oh mein Gott. Also einer leitet hoch. Der andere würde... Ach du Scheiße. Der andere wird halt... Okay, ich habe es ungefähr verstanden. Oh Gott, ist das fies. Oh Gott, ist das fies. Hilft mir mein Checkpoint? Der hilft mir schon wieder nichts, weil ich jetzt nicht da oben bin. Nein. Aber gut, das ist relativ schnell wieder hinkonstruiert. Oh, aber das ist ja tricky. Ich meine, das ist vielleicht nicht umsonst ein Glasboden da, ne? Oh. Leonard, was hast du hier nur veranstaltet? Ich weiß noch nicht, ob es geht. Ich habe es jetzt noch nicht komplett durchdacht. Aber vielleicht ergeben sich dadurch Möglichkeiten. So, jetzt muss ich wieder Folgendes machen. Jetzt muss ich die... So auflösen. Muss wieder... Wie hatte ich es denn gemacht? Der eine lag hier, ne?
damit ich mit dem Portal hantieren konnte. So. Und den hatte ich dann auch geholt. Der eine musste hier rein. Dann treffe ich und dann würde ich auch... Schon wieder falsch rum. Warte, wie rum will ich es jetzt machen? Ich will jetzt... Was habe ich von hier hinten immer getroffen? Kann ich sogar da treffen. Ich hatte aber den Laser weggenommen. Shit, warte mal. Muss ich den überhaupt da hinten haben oder mache ich das zu kompliziert? Was ist, wenn ich ihn hier habe? Ich glaube, ich mache es zu kompliziert. Ich muss einfach nur die Verbindung hier hin haben. Dann muss ich da nämlich gar nicht hin oben. Also, was ich jetzt machen kann, ist ohne... ohne was zu unterbrechen oder so. Den Laser direkt treffen lassen. Und es geht ja nur darum, dass er nicht mehr trifft. Ja. Vollkommen easy. Jetzt habe ich gerade das Problem, dass ich den Laser da hole und jetzt gerne da runter möchte. Deswegen rufe ich jetzt den Würfel neu, aber das ist nicht so schlimm. So, also jetzt wird es interessant. Achso. Na, jetzt geht es ja darum, wie konstruiere ich das hier alles hin? Es müsste ja, und da haben wir wieder das nächste Problem. Achso, das geht doch auch schon wieder nicht. Jetzt denke ich mir hier irgendwelche Opferungen aus und beziehe die Würfel mit ein. Das geht ja auch nicht. Aber warte mal, ich wollte einen mit einbeziehen. Ich muss aber zwei mit einbeziehen. Also ich habe ja einen Würfel frei, ne? Das kommt ja dazu. Weil es werden ja zwei gleichzeitig gerufen. Also ich habe ja einen frei. So ist es ja nicht. Ich könnte erstmal unterbrechen und was hinkonstruieren. Achso, warte mal. Ja, okay. Das ist auch wieder blöd. Der ruft sich dann aber selber. Das ist auch dumm. Warte. Jetzt muss die ganze Zeit der Laser treffen. Was will ich denn jetzt machen? Jetzt will ich ihn praktisch da reinfallen. Ist das überhaupt eine gute Lösung, Mann? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Außerdem, ich wollte von hier unten einen hochlenken. Das ist auch völliger Quatsch. Dann habe ich zwei Laserwürfel eingebunden. Das kann ich mir ja gar nicht leisten. Ach Mann, das ist ja der völlig falsche Gedanke. Dann habe ich nur noch einen Würfel übrig. Ich kann nur einen irgendwie einbinden. Mann, Herrgott. Okay, also es sind nur zwei Würfel gestapelt. Und mit dem dritten muss ich was machen. Das hat jetzt auch eine Weile gedauert. Das war jetzt wieder völlig falsch, was ich da oben machen will. Aber ich habe irgendwie einen Würfel frei und ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Es bedeutet doch zwangsläufig wirklich, dass beide geopfert werden. Nicht wahr sein. Muss ich da irgendwie anders, außer mit einem Laser hoch? Kann nicht sein, weil wenn ich... Portal, wollte ich sagen. Anders als mit Portal. Wenn ich das Portal nicht benutze, brauche ich einen Würfel, um es hochzuleiten und einen, um es reinzuleiten. Das ist schon schlimm genug, weil dann muss hier auch unterbrochen sein. Mann, und jetzt wieder das Turret. Kann das Turret wieder irgendwas tun? Ey, das ist so eine ungewöhnliche Lösung, dass man einfach nicht drauf kommt. Und das Schlimme ist, man kann tausend Sachen ausprobieren. Das ist halt immer in Portal, ne? Da hast du so viele Ideen und keine funktioniert. Das ist mir leider schon so oft passiert. Was zur Hölle kann ich mit dem Turret machen? Dass es da oben steht und irgendwie was unterbricht. Aber dann müsste ich ja... die ganze Sache überhaupt erstmal hier starten. Und es geht ja, naja, vielleicht geht es, dass ich hier den Laser hole. Ach du Scheiße. Hier den Laser hole in dem Moment. Also ihn jetzt erstmal gar nicht hole. Jetzt mache ich die Verbindung. Ha! Das war eine grandiose Idee.
Also, dass das Turret hier oben steht und da was verzögert. Es steht fast ziemlich gut, würde ich sagen. Ich kann es ja näher ranstellen. So, ich habe aber das nächste Problem, dass ich jetzt die Portale da oben habe. Und mir nur einen Würfel leisten kann, der irgendwie frei ist, ja? Also, das wird ja wohl ein Laserwürfel sein. Mann, ey, was ist denn das schon wieder? Jetzt kann ich doch auch wieder nicht direkt nehmen. Ach Gott, ey, bitte, was ist denn das? So viele Ideen, die alle zu nichts führen. Irgendwo muss dieses Turret was verzögern. Okay, also jetzt kann ich ja wieder den Laser durchlassen. Das ist gerade nicht das Problem. Dann würde man... Das geht alles nicht. Dann habe ich ja noch die Kugel. Mann, ich kann doch nicht gleichzeitig da oben den Laser rausschicken und hier unten... Ist doch auch schon wieder so eine Sache. Das geht doch nicht. Wie soll ich denn beide Empfänger bedienen hintereinander? Das geht doch nicht. Aber es muss doch so sein, oder? Es muss doch so sein. Ich muss zumindest zweimal diesen Knopf drücken. Einmal mit einem Würfel von denen und einmal mit denen. Und am Ende darf nichts mehr gedrückt sein. Ist doch so. Am Anfang muss gedrückt sein. Was machst du denn schon wieder? Hä? Suche, suche, suche. Wo sucht er denn? Wo habe ich ihn denn zuletzt gelassen? Schon wieder vergessen. Ach so, oben natürlich. Ist das überhaupt sinnvoll? Dann wäre das, könnte das zum Beispiel die erste Opferung sein, ja? Dass der fällt... So. Danach fällt irgendein anderer Würfel. Ist doch jemand. Und jetzt muss ich noch einen irgendwie einbinden. Wie soll das gehen? Soll man... Manometer, ey, soll man da mit einem Würfel nehmen und da rein zielen? Das ist dann aber ein Portal, was ich nicht schießen kann von hier aus. Oh Mann, ey. Ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe das wirklich alles nicht. Okay, warte. Dass der so trifft. Und ich lasse ihn jetzt auch mal treffen. Ich nehme das Turret wieder weg. Kommt es an eine andere Stelle. Ey, so ein paar Items und du hast einfach so viele Möglichkeiten. Das ist furchtbar. Noch jemand Aber dann hilft mir das am Ende wieder. Warte mal. Naja, vielleicht komme ich der Sache näher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt habe ich den da oben natürlich wieder aufgelöst. So. Sollte ich dieses Ding hier irgendwann lösen, dann bin ich Gott. So, also der Gedanke ist jetzt welcher gewesen? Wo steht denn jetzt das Turret wieder? Ach man, ey. Turret so daneben irgendwie. Das ist hier noch. Aber das sorgt lediglich für eine längere Verzögerung. Das kann es eigentlich auch nicht sein. Und jetzt hätte ich vor allen Dingen beide Würfel schon so eingebaut. Das ist auch nicht so geil. Also was ist... Was das auch für eine mühsame... für ein mühsames Ressourcengehole ist. Und das Schlimme ist... Also als nächstes das Schlimme werden die Portale. Dass ich wahrscheinlich unmöglich da noch ein Portal haben kann. Oder ich muss irgendwas hinkonstruieren, dass ich auch noch da ein Portal habe. Aber ich habe ja schon das Problem mit da oben, dass ich... Also, dass ich überhaupt Würfel zurückbekomme. Klar, ich will nur die Kugel erstmal reinbringen, aber es muss ja auch ein Würfel rein. Also irgendeine Würfelverbindung muss ich auch noch haben. So, was wollte ich denn jetzt überhaupt machen? Ja,
jetzt? Habe ich da direkt getroffen? Ja, aber was bleibt mir denn jetzt an Möglichkeiten? Scheiße. Oh, halt. Was wollt ihr jetzt machen? Also, wenn ich jetzt die Kugel auslöse, dann wird unterbrochen. Und dann wird da oben neu gerufen. Das heißt, das wäre der erste, der kaputt geht. Aber dann habe ich die Portale so, dass ich da nicht mehr treffen kann. Das ist doch... Warte. Ist es doch nicht so schwer mit dem Turret? Muss der jetzt da drüben liegen? Nein, da geht's ja nur per Portal. Dann kann ich das da oben nicht machen. Ja, das ist doch eine Scheiße, echt. Das gibt's doch nicht. Wie mache ich's, dass, wenn der da oben neu gekommen ist und der Rest nachfällt, dass dann mit dem Laser noch irgendwas passiert, dass er da trifft? Geht das überhaupt? In meiner jetzigen Konstellation sieht das irgendwie schwer aus. Ich wollte ja irgendwie mal den auflösen, aber ich weiß gerade gar nicht wie. Also ich muss definitiv... Also die Konstruktion ist ja schon mal völlig falsch für das, was ich will, ne? Ich wollte ja eigentlich von da aus starten. Und da kommen wir auch wieder an so einen Punkt, dass ich in so schweren Kammern dann alle möglichen Design-Sachen, ist ja noch nicht mal Design, sondern alle möglichen Kleinigkeiten versuche für mich zu interpretieren. Also, dass ich jetzt hier diese Fläche treffen kann, das kann völlig falsch sein. Das ist mir auch schon in Libby Barber-Mails passiert, dass ich mich dann auf was versteife, was es gar nicht ist. Was nur so zufällig funktioniert, ja, dass ich hier treffen kann. Aber andererseits denke ich mir, es kann ja vielleicht kein Zufall sein, dass ich hier den Knopf habe und hier schießen kann. Dass ich sonst was für Verzögerungen hinbekomme. Die eine dauert länger, die andere geht schneller. Und dass ich das hier gleichzeitig starte und dann durchlaufe. Da weiß ich aber nicht, ob ich da langsam noch Lust drauf habe, sowas hier durchzukalkulieren. Also, was würde das bedeuten? Das würde bedeuten... Und das ist auch schon wieder völliger Quatsch. Also, ich könnte von hier, wenn jetzt da nichts mehr im Weg wäre, ja? Ich nehme es einfach mal wieder weg. Erstmal das Turret. Erstmal das Turret weg. Oder gehen wir davon aus, dass das Turret wieder oben steht? So. Dann hätte ich wieder die Verzögerung drin, die ich vielleicht wollte. Ja, dass ich eine Verzögerung mit dem Turret habe, dass ich überhaupt erstmal ein bisschen laufen kann. Dass ich dann... Das geht ja auch schon wieder nicht. Mann! Das ist doch schlecht, was ich hier mache, oder? Aber es muss einbezogen werden. Es muss einbezogen werden. Es müssen beide geopfert werden. Es ist doch so. Es ist schon wieder ein falscher Schluss, den ich ziehe. Wenn ich einmal das Portal habe und der da oben rauskommt, wie soll ich denn noch anderweitig rumhampeln? Dass ich den am Ende noch hier reinkriege, das ist doch das Riesenproblem. Zwei Empfänger treffen. Hintereinander. Auf völlig verschiedenen Ebenen. Dann muss es doch hier unten sein, wo ich ohne Portal arbeite, beziehungsweise nur mit dem Portal, dass ich es da nur direkt hole. Aber was soll denn da passieren? Also, ja, dass ich jetzt hier stehe und den Würfel neu rufe. Der löst sich da auf, drückt noch für einen Moment. Es würde eigentlich sogar, also es würde von hier aus gehen. So, dann mache ich zeitgleich die Kugel und der Laser wird nochmal unterbrochen. Aber er kommt halt da oben wieder raus. Ruf den dann halt nochmal, das hilft mir ja nichts. Ich muss ja da treffen. Was kann die Kugel dann noch tun? Oder ist es doch dieses Portal, dass man das schießt, das Turret... Das ist ja Quatsch, dann muss ich hier reinlenken. Das ist auch völliger Blödsinn.
verstehe das nicht. Verstehe das nicht. Ich muss dieses Portal da oben halten. Mit dem Portal muss es doch anfangen. Also nochmal, um es auszuschließen. Ich kann nicht ohne Portale das da hochlenken. Es ist zwar schön hier mit Glas und so. Das Ding hat hier aber auch nichts mit zu tun, oder? Dass da irgendwas umgeleitet wird oder sonst was. Also ich kann da nicht anders hoch als mit Portal. Wenn ich mit Würfeln rumlenke, habe ich zwei Würfel in Gebrauch, die ich mir nicht leisten kann. Ich habe nur einen Würfel frei. Ich muss mit einem freien Würfel kalkulieren. Was kann der tun? Was kann der tun? Ich hole von da... Gehen wir mal diese Möglichkeit durch. Ich hole von da... Vielleicht ist es wieder was anderes mit dem Turret, ja? Vielleicht kann ich auch schnell... Da müsste man schon sehr schnell sein. Also, dass ich... Erst drücke, dann schieße. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Einfach, um es auch mal zu wissen. Wobei, jetzt habe ich es ja mit Turret verzögert. Okay, ich verzögere es mit dem Turret. Dann komme ich auf jeden Fall durch die erste Stufe durch. Aber dann habe ich doch auch wieder nichts gewonnen, oder? Doch, dann bin ich schon in der zweiten. Dann fällt der nach und dann muss sich der letzte noch auflösen. Okay, also wie schaffe ich es, dass dann noch da getroffen wird, mit Hilfe dieses Würfels irgendwie? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ich soll jetzt nicht... Geht auch gar nicht. Wenn ich hier schräg reinschieße, schieße ich da so... Ich muss es ausprobieren. Ach nee, dann habe ich das Portal da oben nicht mehr. Es kann einfach nicht gehen. Es kann einfach nicht gehen. Mann! Da kann man nur gerade treffen. Ich wollte es einfach nur mal... Es geht in die komplett andere Richtung raus. Also das kann man ja mal ganz vergessen. Okay. Das war mein letzter Checkpoint. Oh nein. Oh nein. Warum habe ich das nicht gespeichert? Okay, ich bin der Meinung, ich muss definitiv... Oh, warte mal, ich habe ja schon... Oh, es ist eigentlich schon ganz gut, oder? Ich kann ja schon hoch. Es ist jetzt so hinkonstruiert, dass ich... hoch kann und das Portal schaffen kann. Ich muss ja nur eins wegnehmen. Das war dann zum Beispiel so. Ja. Und dann kann ich sogar wieder so raus, ohne dass ich die Verbindung habe. Allerdings, naja, muss mal gleich gucken, was ich jetzt mir wieder schieße. Ah, okay, ich nehme nach wie vor mal den Laserwürfel. Ich denke, irgendwas wird es ja auch mit dem Laserwürfel sein. Wäre jetzt blöd, wenn ich hier den normalen nehme. Wobei, wer weiß das schon. Also so. Also das wäre nach wie vor der... Ich habe ja keine Ahnung, aber der erste, der kaputt geht. Wie geht am Ende nochmal was kaputt? Steht das Turret oben? Turret ist nicht da. Ja, keine Ahnung, ob das Turret eine Verzögerung ist, die man braucht. Oder ob es noch ganz was anderes macht. Oder gar nicht. Und ich hier mich völlig verrenne. So, also. Noch jemand da? Ich meine, was hilft denn das? Ich muss direkt mit dem Portal holen. Ich kann es doch später gar nicht schaffen, dass der noch irgendwas trifft. Wie kriege ich den Laser da rein? Also für mich steht fest, ich brauche beide Opferungen. Ich brauche beide Opferungen. Dafür habe ich zwei Empfänger. Oh. Was soll das? Zwei Empfänger. Auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Da oben ohne Portal hinlenken kann ich nicht, also muss ich hier irgendwas tricksen. Und was wäre das? Was wäre das? Was soll das sein?
Was kann das Turret tun? Was geht? Was geht überhaupt? So, also eine Sache wollte ich ausprobieren, ob das ohne Turret-Verzögerung geht. Dass ich also jetzt... Ich würde die Kugel drücken. Die Kugel braucht ein bisschen länger. Über die muss ich mir nicht so viel Sorgen machen. Beziehungsweise auch das kann ich mir mal angucken. Warte mal, habe ich es jetzt gespeichert? Ich speichere das mal. Jetzt nochmal ab. So. Ach! Das ist ja witzig. Die fliegt einmal komplett senkrecht hoch. Wow. Kann man ja eigentlich sogar... So ist einfacher. Wenn sie nicht wieder wegrollt. Das will ich ja nochmal sehen. Deswegen ist das Turret anders geflogen. Liegst du? Du liegst. So, jetzt gucke ich mir das mal in einem Schwung an. Okay, das... Ich denke, das soll so sein, ja? Okay, aber es geht ehrlich gesagt auch ziemlich schnell. Hm. Ja, aber es bringt mich ja der Lösung keinen Schritt weiter, ne? Was ich jetzt ausprobieren wollte, wie das Timing funktioniert. Ah, er ist ja sofort nicht gedrückt, der Knopf. Okay, also dann könnte das für Storage sprechen, dass es verzögern soll. Aber trotzdem, ich komme hier zu keiner Lösung. Also ich platziere das Turret oben. Zwecks Verzögerung. Also das Turret ist auf jeden Fall irgendwie drin. Überlege ich mir inzwischen. Es bleibt nicht ungenutzt. So, Turret verzögert. Ich kann von da aus schießen und schaffe es rein. Aber durch die Kugel muss irgendwas passieren. Und was soll denn das sein? Ich habe dann den Laser da und das andere Portal da oben. Das ist halt... Warte, oder soll irgendwie... Das bringt nichts, wenn ich... Das schaffe ich nicht. Also wenn ich den hier hinlege, schaffe ich es nicht. Und es ist auch Quatsch. Das Problem besteht nach wie vor, dass mein Austrittsportal zwangsläufig da oben ist. Ich habe jetzt überlegt, dass ich das Portal von da oben da runterhole, ja? Dass am Ende es über diese Portale rausgeht. Was würde das bedeuten? Das habe ich schon die ganze Zeit grob im Kopf, aber ich finde da keine Lösung. Also, dass ich eigentlich die Portale dann jetzt so schießen würde, dass sie so schon stimmen, das ist ja auch Quatsch. Man kann ja nicht da oben noch treffen. Und wenn ich jetzt abwarte, bis das Turret gebrutzelt ist, dann... Es muss ja aufrechterhalten werden mit dem Laser. Das ist, also, dass der hier irgendwie reinlenkt... Oder muss das so? Ich sehe keine Lösung hier. Ich sehe hier keine Möglichkeit. Das da hinten kann ich nicht mit einbeziehen. Warte. Von da hinten. Ne, von hier da. Okay, ich gebe jetzt wieder das. Es geht ja nicht. Aber ich will es mal sehen, was da möglich wäre. Nee, das ist nicht schön, ne? Das ist auch nicht gewollt. Dass ich hier so durchschieße, kann ich auch gar nicht vernünftig hinlegen. Also ich kann treffen, aber dann ist es im Portal. Nee, das ist es nicht. Okay. Ich gehe wirklich alle möglichen und unmöglichen Sachen durch. Ich weiß nicht, was ich mir jetzt noch vorwerfen soll, was ich nicht probiert habe. Es muss... der falsche Ansatz sein hier. Aber ich komme zu dem Schluss, dass ich beide Empfänger brauche. Also beide Opferungen. Es ist es einfach. Und ich krieg es nicht hin. Krieg es nicht hin. Es muss auf jeden Fall da oben geopfert werden und da unten. Deswegen muss ich es irgendwie schaffen, da oben was hinzukriegen. So. Hat doch nichts mit dem Fahrstuhl zu tun. Oder mit dem Ding, das ist doch nur zum Runterkommen. Dass hier
Das habe ich nämlich auch schon überlegt, dass ich hier was drücke. Aber das passiert ja sofort, ne? Es geht sofort auf. Also es geht nicht verzögert auf. Habe ich auch schon überlegt, dass hier was fällt und dann in den Laser reinpurzelt. Aber nein, das ist wirklich zum Rauskommen. So, also das ist es auch nicht. Ich muss das Portal da oben haben. Und es muss wieder, wahrscheinlich wieder weg, weil ich da treffen muss. Wenn ich durch... Nee. Das ist utopisch, dass ich durch bin und da irgendwie... Dann habe ich es ja geschafft. Nee, also ich habe das Gefühl, ich muss hier die Portale dann so hinkriegen, dass es hier durchgeht, aber... Ich weiß überhaupt nicht wie. Es muss doch da losgehen. Und wenn ich das abwarte, was ich nicht kann, dann kann ich da schon nicht durch. Das ist doch absurd, Mann. Ich muss hier... Die Portale müssen die vorbereitet sein, dass da irgendwas... Dass die jetzt so sind. Das geht nicht, dann kann der nicht im Weg liegen. Mann, was ist denn das bloß, ey? Dass das vorbereitet ist. Ich hier drücke und dann irgendwas passiert. Ah nee, das kann ja nicht vorbereitet sein. Das muss ja... Alter, das geht doch nicht. Ich werde hier echt unruhig. Mann. Worin verfranse ich mich denn? Von der Grundlogik her habe ich es doch hoffentlich richtig. Ist das irgendein Minimove, der jetzt nicht will, den ich nicht sehe? Was kann denn das Turret noch, verdammt noch eins? Es kann doch nichts außer verzögern. Es hat eine Sprengwirkung, aber ob die was auslöst, glaube ich nicht. Es kann schießen. Ich glaube auch nicht, dass es was Relevantes irgendwie wegschießt. Aber es kann halt verzögern. Was soll es verzögern? Das Turret da oben steht noch nicht. Muss ich nicht diese beiden Portale hier unten haben? Muss irgendwas anderes passieren? Aber was passiert denn? Passiert irgendwas relativ gleichzeitig? Dass ich... Also mal ganz einfach gedacht, aber das ist ja auch Quatsch. Wenn ich jetzt hier hingehe und als erstes den anderen Würfel opfern würde, ja, dann habe ich den auch weg und kann mit dem nicht mehr arbeiten. Also wenn ich das jetzt... Nee, wenn ich das jetzt hier direkt schieße, dann kann ich da oben gar nicht mehr arbeiten. Kein Würfel hat Auto-Respawn, die Kugel hat's gehabt, ne? Kein Würfel hat Auto-Respawn. Warum wird mir denn hier sowas als Wunsch angetan? Das ist ja furchtbar. Da will mich doch jemand leiden sehen. Ach Mann. Mann, ich muss hier, ich muss diese... Das muss doch so sein, dass ich dieses Portal hole. Aber was mache ich da draus? Direkt treffen kann ich noch nicht. Wie finden denn die Sachen nacheinander statt? Ich muss doch erst mit dem Portal und dann mit dem Knopf oder gleichzeitig oder verzögert oder wie auch immer. Ich muss doch zwei Sachen unabhängig voneinander starten. Das muss es doch sein. Also das eine ist ja die Kugel, aber das andere muss irgendwas eher Direkteres sein, eben das da oben. Aber was soll denn das sein? Wie soll denn das funktionieren? Mit zwei Empfängern auf unterschiedlichen Ebenen. Echt. Das zerfrisst mich. Wirklich, das zerfrisst mich. Und es muss doch... Es kann doch nicht da oben losgehen. Mann, ich drehe mich so im Kreis. Wie macht man denn das da oben? Es muss doch mit Portal gehen. Es muss doch mit Portal gehen. Das heißt, ich muss mit dem Würfel irgendwas machen, aber dann auch wieder hier unten was machen.
Und ich kann hier nicht zwei Laserwürfel übereinander stapeln, die in verschiedene Richtungen gehen oder so. Einer ist einfach mal da. So, und wenn ich jetzt zu dem irgendwie hinleite, der kann halt nichts zurückleiten. Das ist es ja auch noch. Wenn das wenigstens ginge. Aber hier ist genau das verhindert worden. Also, das ist überhaupt keine Option. Der liegt hier als Laserwürfel, wird an der Stelle geopfert, muss geopfert werden und kann nicht genutzt werden. Er kann nicht genutzt werden. Ist doch so. Also habe ich nur einen Laserwürfel zur Verfügung. Was soll der wohin leiten, dass das funktioniert? Soll ich wieder hier stehen und... Kann ja auch kein Portal wegnehmen und wieder hinschießen. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ich will auch nichts wegnehmen, weil ich das verdammt nochmal da oben brauche. Mann, muss ich... Verdammt noch eins, ey. Muss ich irgendwie... Ich versteh's nicht. Was kann ich mit diesem freien Würfel tun? Was kann ich mit diesem freien Würfel tun, verdammt noch eins? Ich habe jetzt schon Überlegungen, dass der irgendwie so... Scheiße. Ich hoffe, ich hatte was Gutes abgespeichert. Oh. Dass der so halb hingelegt wird und dass die Kugel den dann... Na, das wäre ja auch noch was. Okay, ich habe alles abgespeichert. Dass die Kugel den dann so antitscht, dass der hier liegt. Oh. Wenn die hier angerollt... Ah, scheiße, liegt falsch. Das wäre ja schon sehr absurd, oder? Sehr speziell. Wenn die hier angerollt kommt, dass die den dass sie den korrigiert. Aber das kommt ja auch nicht auf nichts anderes raus. Vor allen Dingen, wie mache ich's? Es ist doch Quatsch. Es geht doch nach wie vor nicht. Oh, das wäre jetzt super fies. Das wäre jetzt super fies. Also, das ist absurd. Das ist vollkommen absurd. Dass ich... Ach, vor allen Dingen, jetzt kann ich das noch nicht... Naja, okay. Jetzt muss das Turret nach oben. Das Turret muss verzögern, sonst schaffe ich den ersten Schritt schon gar nicht. Bitte lass mich runter. Suche. Oh oh. Ziel verloren. Vielleicht klappt's. Ich speichere es nochmal neu ab. So, also der Gedanke ist der. Und jetzt liegt der Würfel auch nicht gut. Der muss ein bisschen zurück. Okay, hier kann zumindest nicht so viel schief gehen. Ich glaube nicht, dass es überhaupt klappt. Ich will jetzt echt Folgendes machen. Ich stelle mich da hin, schieße da orange. Dann geht verzögert der da oben kaputt. Ich drücke währenddessen noch den Knopf, schlüpfe durch, während der kaputt geht. Dann fällt der andere nach. Und was wird passieren? Die Kugel, die übrigens schon wieder scheiße liegt. Oh. Aber jetzt liegen geblieben ist. Die Kugel ditcht den so an und ich glaube nicht, dass es auch nur ansatzweise funktioniert, dass der sich dreht und da trifft. Pff, so ein Quatsch, ne? So ein Quatsch. Kann ja erstmal gucken, was die Kugel überhaupt mit dem anrichtet. Vielleicht passiert gar nichts. Ja, okay, war jetzt auch einfach zu weit gedacht von mir. Aber sie unterbricht ja nochmal. Ach so, das heißt, er trifft... Ah, um Gottes Willen, jetzt habe ich's. Ich glaube, ich hoffe, ich hab's. Ich dachte ja schon so oft, ich hab's. Ah, scheiße, das muss jetzt wieder rekonstruiert werden. Also die... Ach nein, nein, jetzt will ich wieder... Oder? Doch. Meine Güte, nee. Jetzt wollte ich was herstellen. Was da schon die ganze Zeit trifft, über die Ecke, dass ich die Portale... Oh mein Gott. Also was heißt das? Ich muss wieder die... Ich habe die Verbindung nach oben hergestellt, aber die hilft mir jetzt gerade nichts.
Ich muss jetzt leider das Ganze wieder so auflösen, dass ich... Dass ich wieder neu hole. Achso. Ah, wurde auch jetzt einmal verzögert, aber das kann ich nicht nutzen später, weil das war halt wieder unter Einbeziehung zweier Laserwürfel. Aber man hat schon gemerkt, was ich hier für verzweifelte Taten schon plane, ne? So, jetzt gehe ich wieder hoch. Und... Oh. Das geht ja auch schon wieder nicht. Es geht ja gar nicht, das allein hin zu konstruieren geht ja gar nicht. Die Verbindung oben zu haben... Oh, oh, jetzt ist da auch noch dieses Turret. Ah, gut, das macht ja nichts. Die Verbindung oben zu haben und aber gleichzeitig hier die ganze Zeit... Okay, dann muss ich doch da hinten. Okay. Doch da hinten hin. Das ist ja interessant. So, was heißt denn das jetzt? Jetzt habe ich leider... Jetzt mache ich's, muss ich es wieder über die Portalverbindung machen. Um Gottes Willen. So, jetzt... Was muss ich denn jetzt machen? Jetzt musste ich es wegnehmen. Komm von oben. Nee, das geht ja auch wieder nicht. Ach Mann. Muss ich es wieder dahin machen und doch opfern, was ich eine ganze Weile jetzt vermieden habe, ne? Das ist doch auch wieder scheiße. Das kann nicht wahr sein. Was mache ich denn jetzt hier? Jetzt muss ich wieder treffen. Oh Gott, umsonst dahin gelegt. Oh Mann, ey. Was will ich da? Will ich blau haben? So, jetzt trifft's. Dass ich diese Verbindung hab? Es geht doch auch wieder nicht. Jetzt kriege ich den nächsten Schritt nicht hin, den ich hinkriegen will. Das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt will ich... Nein, dann löst er sich ja auf. Nee, stimmt ja gar nicht. Jetzt kann ich das so machen. Warum? Der lag überhaupt nicht richtig. Was habe ich denn da gemacht? Quatsch, jetzt muss ich erstmal wieder treffen. Oh, ist das alles mühsam und am Ende führt es wieder zu nichts. Was für ein Scheiß, Mann. Also. So, da trifft er. Warum hat er gerade nicht getroffen? Er liegt zu weit hinten. Ich kann sowas nicht. Muss jetzt passen, ehrlich gesagt. So, die Verbindung besteht. Du kommst da rein. Ah, wenn es gleich wieder schief geht, bist du irgendwann nicht drin. So, der kommt da rein. Jetzt fällt mir halt gerade auf. Shit, Mann. Ich muss jetzt... Nein, das geht nicht. Ich muss, um hochzukommen, muss ich wieder nicht treffen. Kann doch alles nicht wahr sein. Das kann doch alles nicht wahr sein. So, und am Ende wollte ich aber wieder treffen. Aber mit der Verbindung hier oben, das geht doch nicht. Warte, nein, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Muss der da rüber, dass der dauerhaft trifft? Ich kann langsam nicht mehr wirklich. Ich kann schon lange nicht mehr. Es ist, was mache ich denn jetzt? Jetzt kann ich den hier hochholen, aber das bringt mir nichts. Warum wollte ich denn dauerhaft wieder treffen? Weil ich eine Sache hinkonstruieren wollte, in der dauerhaft getroffen wird. Aber das geht jetzt schon wieder nicht. Das geht jetzt schon wieder nicht. Mann, ey, das... Also eine Konstruktion, in der dauerhaft getroffen wird... Das gibt's nicht, ey.
doch alles nicht wahr sein, Mann. Das kann doch alles nicht wahr sein. Jetzt bringe ich den darüber. Meine Fresse. Und treffe so. Dann habe ich eine Dauerverbindung, die ich auflösen kann. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach so, ja, na klar, kommen sie neu. Jetzt sind sie alle da drüben. Ach so, muss ich wieder den einen holen. Vielleicht mache ich auch Sachen zu kompliziert und sehe so Kleinigkeiten nicht, aber durch diese tausenden von Möglichkeiten ist hier einfach so viel gegeben. Aber das ändert doch jetzt auch schon wieder nichts. Das ändert doch jetzt auch schon wieder nichts. Der Laser muss weg. Und ich gehe runter. Und wenn ich das wieder neu herstellen will, kommen die wieder da drüben neu. Das geht nicht. Vielleicht ist das genau eine Sache, die verhindert werden sollte. Ja, hallo, Klappe. Wo bist du eigentlich? Da oben die ganze Zeit. Mann, ey, wenn ich jetzt hochgehe, dann trifft der nicht. Und wenn ich ihn danach wieder treffe, dann geht's da drüben. Okay, das ist einfach Bullshit. Okay, vielleicht muss ich das jetzt tatsächlich machen mit dem Hochlenken. Wenn das noch so ein Zwischenschritt ist, dann aber gute Nacht, ey. Warum? Das will ich eigentlich gar nicht, oder? Ich will ja gar nicht da hochlenken. Ich will nur hoch. Ich komme ja nicht einmal hoch, ohne gefahren zu sein. Und wenn ich dann oben bin, habe ich da... Alter, das kann doch nicht wahr sein. Mann, ist das jetzt eine Lösung oder nicht? Das weiß man ja immer nicht. Also was wollte ich hinkriegen? Ich wollte das... hier eine feste Konstruktion ist und da oben dieses Portal besteht. Und wenn die Kugel hier einmal unterbricht, löst sich erst der untere Würfel auf, der diese feste Konstruktion ist. Der macht die nämlich selber. Und dann geht mein Laser durch und ruft den anderen. Es ist erst der eine gerufen hat, es muss gehen. Das muss jetzt gehen. Aber wie? Ich muss halt treffen. Kann ja nicht gleichzeitig da treffen und hochkommen. Das ist ja vollkommen klar. Was ich machen kann, ist, ich kann den Würfel wegnehmen. Ich kann die Verbindung machen. Ich kann zum Beispiel die hochholen. Ich brauche die Verbindung dahin. Scheißdreck, ist das echt... Das ist jetzt schon überhaupt nicht mehr schön, ne? Was ich hier mache. Das ist überhaupt nicht mehr schön. Klappt wahrscheinlich auch wieder nicht. Also. Jetzt will ich hier aufmachen und was will ich denn eigentlich? Und treffen. Warte. Jetzt kann ich das ja wieder nicht hinkonstruieren mit dem anderen Würfel. Kann ja schlecht hier was machen. Dann kommt der wieder neu. So. Runtergehen und da wieder hoch. Also ich muss die ganze Zeit dieses Portal halten. Ich glaube nicht, dass man hier treffen soll, aber ich bin langsam echt verzweifelt. Wenn ich das aufmache, ich kann hier eigentlich ziemlich gut treffen. Also ich würde es fast machen, wenn ich ehrlich bin. Wenn es mir überhaupt was hilft. Also das ist ja die andere Frage. Vor allen Dingen hier ist jetzt auch wieder gefährlich. Also ich kann es jetzt schaffen... mal hin. Ja, du guckst da hin. Aber wirst halt nicht gefährdet. Also ich kann es jetzt schaffen, den Würfel mir nach hier oben zu holen. Ich meine, das kann ich auch so. Das kann ich auch so. Das, darum geht es nicht. Der da ist die Gefahr.
wenn ich... Und den muss ich wiederholen in dem Moment, wo ich da eine Verbindung hergestellt habe. Aber es muss nach hier oben auch eine existieren. Das ist das Schlimme. Also ich kann jetzt wiederum da unten nichts machen. Es ist zum Verrücktwerden. Es ist echt zum Verrücktwerden. Ich verliere jetzt als nächstes dieses Portal. Das kann doch nicht wahr sein. Muss man hier irgendwie hin und her fahren? Dass ich jetzt nochmal runterfahre und wieder rauffahre oder so. Also dann habe ich wieder da hinten ein Portal. Das will ich ja nicht. Wobei ich ja gleichzeitig... Ach Mann, ey, alles gleichzeitig. Es geht nicht alles gleichzeitig. Das ist es halt einfach. Meine Fresse, nee. Alter, es macht mich wahnsinnig. Es geht alles nicht. Warum bin ich immer so kurz vor irgendeiner Lösung und sie geht nicht? Das muss es jetzt sein. Verdammt, nur diese eine Sache scheitert. Das kann nicht sein. Ich weiß jetzt theoretisch, wie ich die Würfel auflöse. Das war doch schon... Hat doch schon lange genug gedauert. Das muss doch jetzt funktionieren. Verdammt, noch eins. Ich muss das irgendwie herstellen da unten. Hat's was mit dem zu tun, dass der... Nee. Ich dachte, dass der aufgelöst wird und ich dadurch hochfahre und den Laser aber behalte. Wie würde denn das wieder gehen? Auch schon mit der Kugel irgendwie? Oh Gott, Alter, also das ist doch nicht zu fassen, wirklich. Also anders hochfahren. Meine Güte nochmal. Was mache ich jetzt? Jetzt mache ich schon wieder die nächste Idee, die ich irgendwie in die Tat umsetzen muss, ja? Aber dann habe ich ja auch wieder den da geopfert. Also es kommt ja auf eigentlich nichts anderes raus. Außer, dass ich keine Portale umschießen muss und dass ich... Doch, das ist was. Okay, den brauche ich nicht um. Den brauche ich nicht mitnehmen. Meine Güte, ey. So, und zwar... Der wird sowieso gleich geopfert, den ist jetzt egal. Ich lasse da mein Portal. Ich habe die dauerhaft etablierte Laserverbindung. Ja, tschüss. Die auch nicht kaputt geht, weil der Würfel nicht geopfert wird. Ich lasse jetzt die Kugel hier durchkullern. Dadurch werden beide Würfel neu gerufen. Die sind dann natürlich da, aber die kann ich ja dann eben holen. Das muss es jetzt sein, ey. Das muss es jetzt sein. Können wir schon mal üben. So. Beide Würfel neu, aber mir war wichtig, dass diese Verbindung... Beziehungsweise jetzt kommt erstmal... die Verbindung, dass ich sie beide holen kann. Jetzt habe ich sie beide hier oben. Oh Gott, es fühlt sich so ein bisschen besser an jetzt. Wenn jetzt dieser Knoten geplatzt ist... So, jetzt ist die Frage, ob das Turret da irgendwann hinkommt. Wenn, dann muss ich es jetzt langsam tun. Obwohl, ich behalte ja die Portalverbindung. Jetzt wird es wieder kritisch mit kaputtgehenden Items. Ich stelle sie hier hin. Und einfach aus dem Grund, weil dann komme ich nicht an den Rand ran. Ich speichere das Ganze natürlich ab. Habe jetzt nur die Verbindung dahin. Das hilft mir nichts. Ich möchte jetzt natürlich hier rauskommen und kann es ja nicht anders machen. Will ja die Verbindung halten. So, okay, abspeichern wollte ich's. Dass die mir jetzt nicht blöd kaputt gehen. Okay, super. Okay, natürlich musste das passieren. Da habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. Aber um ehrlich zu sein, kann ich es ja selber ganz anders machen. Warum so kompliziert? Ich habe jetzt die Verbindung nach oben und mache sie jetzt, stelle sie jetzt über Portale her. Um Gottes Willen. Uiuiui, was mache ich's auch immer falsch, ne? So, mal sehen, wo ich jetzt hier weiterkomme. Ob das überhaupt der richtige Gedanke war. Ich möchte jetzt nämlich das ersetzen. Ich mache jetzt, weiß ich nicht, so. Nehme jetzt den Würfel raus. Oh Gott, kann man jetzt alle 3 Minuten abspeichern. Oder alle 1,5 Minuten eigentlich.
So. Der würde sich dann selber rufen. Also jetzt erstmal die Kugel wieder richtig platzieren. Kugel bleibt liegen. Dieser Würfel, jetzt muss man überlegen, was geht als erstes kaputt. Ich hole, so jetzt kommt die Sache mit dem Turret, würde ich sagen. Obwohl, am Ende spielt es gar keine Rolle, das Turret. Oder zumindest jetzt nicht. Also, als erstes gehen diese beiden Würfel kaputt. Das heißt, der kommt nach unten. Der löst sich als erstes auf. So. Ich stehe da, er löst sich auf, ich gehe einen weiter. Dann geht der Laser durch. Vielleicht brauche ich das Turret trotzdem. Ich probiere es jetzt einmal ohne Turret, ob da überhaupt eine Verzögerung nötig ist oder nicht. So. Also, wenn der sich aufgelöst hat, geht's schwuppdiwupp, und zwar wahrscheinlich ziemlich schnell sogar, oder vielleicht zu schnell, in diesen Empfänger. Und vielleicht klappt das nicht. Also ich mache es jetzt einmal. Ich habe es jetzt abgespeichert. So, die Portale sitzen, so wie sie sitzen müssen. Ich speichere es ab und wenn es nicht funktioniert, beziehe ich das Turret mit ein. Da hat jetzt gerade ungefähr gar nichts funktioniert. Vielleicht ging das zu schnell? Ach, dass der da oben aufgelöst wurde. Und ja, stimmt. Und als Ghost Cube gefallen ist, wo er natürlich nichts mehr anrichten kann. Okay. Das war jetzt meine Theorie. Ich habe es leider nicht beobachten können, aber ich glaube, so könnte es dann gewesen sein. Also nochmal kurz in der Theorie durchgehen. Der löst sich auf. Der Laser kommt. Der kommt nicht sofort durch, aber wahrscheinlich in dem Moment, wo der noch in der Luft schwebte, kam der, kam der Laser dann durch, oder in dem Moment, was denn jetzt? Ach, die Kugel ist wieder gerollt. In dem Moment, wo die beiden Würfel, also die beiden, komplett aufgelöst waren und der obere fällt, trifft der Laser schon wieder, macht den im Fallen zum Ghost Cube. Und dann hat er natürlich kein Gewicht mehr. Ja. Also ich fühle mich jetzt bestätigt. Erstmal muss ich mich um die Kugel kümmern. Ja, ja, du wieder, ne? Dachtest, da falle ich noch 10-mal drauf rein. Hast du recht gehabt. man muss sich natürlich... Hey! Mann! Man muss sich um die Verzögerung kümmern. Also, jetzt reicht's. Das ist ein bisschen blöd. Ich denke mal, das weiß Lennart auch. Ich glaube, das Gesicht muss einen angucken. Kann man sich mal so merken. Zwei Augen und ein Mund. Ein relativ zerknirschter Mund. Weil ich hier schon so lange brauche. So, jetzt nochmal hoch. Ja, also man muss es verzögern mit dem Turret. Da bin ich mir inzwischen sehr sicher. Und vielleicht ist das noch gar nicht der finale Move. Noch jemand da? Hier ist so gut. Also auf jeden Fall... Ne, das ist super schlecht. Suche. Ja, das muss jetzt klappen. Und tschüss. Ansonsten kann ich es ja neu machen. Also, ha, nicht die richtigen Portale vergessen. So, Portale sitzen. Der geht als zweites kaputt. Ich speichere es wieder neu ab. Und diesmal mit Verzögerung. Oh mein Gott! Ah! So, jetzt kann ich die Kugel holen. Ich habe das orangene Portal da oben. Jetzt bloß nichts falsch machen. Obwohl, ich kann eigentlich nichts falsch machen. Warte, es ist vielleicht sogar nötig, da hochzugehen, weil da kann ich den neuen Würfel abholen und dann runtergehen und dann die Kugel holen. Oh Gott. Oh Gott, wenn ich das jetzt noch falsch machen würde. Das heißt, ich komme da oben auf jeden Fall raus. Ja, ich gehe jetzt mit... Lauda hoch, der müsste doch hier liegen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, jetzt darf er wieder nicht kaputt gehen, bitte. Oh. Ah, nicht aus Versehen irgendeinen Firlefanz mit dem Laser machen. So, die liegen da. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass sie noch irgendwie sinnvoll erreichbar sind. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es wäre sehr schwer. Also ich habe jetzt Orange hier. Ich will da auch nicht mehr hoch. Ich muss natürlich zu dem hin. Ich gehe erstmal ohne Laser irgendwie durch und gucke, was ich machen muss. Jetzt kommt ja noch die Schwierigkeit, wie kann man denn bitte die Kugel auflösen? Die ist hier drin und... Ah ne, die macht das ja. Ist ja alles gut. Alles gut. Ach du Scheiße. Was muss ich jetzt schaffen? Jetzt muss ich hier unterbrechen. Hä? Warum ist es orange? Ist es orange? Da passiert jetzt hier irgendwas anderes Schlimmes. Ist es orange, damit er nicht liegt? Aber er liegt doch... Achso, nee, er... Oh, oh. Tja. Alter. Jetzt muss ich mir wieder das Turret holen. Ich sehe es schon. Okay, und damit kommt dieser Bereich ins Spiel. So, da habe ich ja schon das Portal. Ups. Aber trotzdem, warum ist es denn orange? Also der Würfel bliebe da liegen. Ah, ich habe keine Ahnung. Ich muss jetzt irgendwie mit dem Turret tricksen. Und zwar hole ich mir jetzt natürlich den Laser. Trifft der schon? Ja doch, ich glaube, er trifft. Nee, er trifft nicht. Warte, der Laser ist zu tief, glaube ich. Das muss man ein bisschen höher machen. Hä? Na toll. Mittig. Okay. Das ist hergestellt. Ich kann da wieder rein. Ohne Gefahr. Jetzt kommt wieder diese Sache, dass ich mir das schnell... Oh. Oh. Dass ich mir das schnell pflücken muss. Und diesmal... Oh, Scheiße. Diesmal kann ich es endgültig... Ach Mann, ich bin zu langsam. Sollte mal ein bisschen mehr aufpassen. Diesmal kann ich es doch endgültig nicht anders machen, oder? Ah. Mann! Das hat doch... vorhin geklappt. Und vorhin meine ich vor 2 Stunden. So, also ich habe das jetzt hier rausgegriffen, das Turret. Das ist definitiv... Das ist definitiv hier der Weg, wie man den Laser benutzen soll. Und ich kann... Wie hatte ich es denn vorher gemacht? Ich hatte da blockiert, ne? Das mit dem... Ach so, jetzt könnte ich das mit dem... Soll ich da mit der Kugel was blockieren? Was natürlich eine sehr unsichere Sache ist. Ja. Also, um jetzt zu überlegen, ob das eine andere offizielle Lösung sein sollte. Ich habe zwar auch nicht mehr so Riesenböcke drauf, hier irgendwie alles noch nach offiziellen Lösungen zu durchsuchen, weil ich langsam fertig werden will. Also ich kann es halt rausgreifen und als Alternative, wenn ich den Laser ungefährlich machen sollte... Nee, so viel fällt mir da nicht ein, weil dann liegt halt die Kugel da. Die rollt ja dann auch nur hin und her. Dann müsste ich hier hinkommen. Nee, also ich muss hier hinkommen, wo das Turret... So viele Möglichkeiten habe ich da nicht tatsächlich, würde ich mal sagen. Ohne es so rauszugreifen, oder? Suche. Lass mich kurz überlegen. Also ich will es ja schon gern schön haben, aber... Ach so, warte. Kann ich mit Portal... Mit dem Portalschuss irgendwas... Ah, ich glaube, die offizielle Lösung ist tatsächlich wieder eine andere. Naja, obwohl... Ich habe jetzt überlegt, ob ich das hier nochmal mit der Kugel mache. Ich probiere das mal aus. Ob das eine Idee dahinter sein soll. Was würde denn das bedeuten?
Oh, so funktioniert es auch. Das Gesicht guckt nach oben. Dass ich jetzt... Ja, da muss ich ganz schön rennen. Das schaffe ich ja gar nicht. Ach doch, ich renne ja da lang. So, warte mal. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich erstmal das Turret wieder hinstellen, um diese Bedingungen zu schaffen. Würde mir das hier gerade mal abspeichern. So, und... Warte mal, jetzt kommt ja... So, jetzt habe ich ja den Laser. Noch jemand? Was wollte ich denn machen jetzt? Wollte ich... Aua. Jetzt geht's erstmal los mit dem Schild. Ja, das geht ja jetzt auch nicht. Muss ich... Ach Gott. Muss ich jetzt ein Timing hinbekommen, wo die Kugel das unterbricht und ich den dann... Das geht ja eigentlich gar nicht, oder? Nee, der Gedanke war irgendwie Quatsch. Ist das der letzte Move, den man ein paar Mal probieren muss? Das wäre schon sehr fummelig. Also, was will ich denn für einen Moment? Ich will den Moment der Explosion. So. Ich laufe das mal ab und dann werde ich wahrscheinlich den Moment gar nicht erleben, wo dieser Laser unterbrochen wird. Nee. Nee, das war jetzt auch nicht der Gedanke. Also, die Kugel müsste doch... Au. Das hat mir gerade das halbe Gesicht weggefetzt. Die Kugel müsste doch jetzt wieder da unten gelandet sein. Die unterbricht doch hier. Das habe ich ja schon ein paar Mal gezeigt. Aber die Unterbrechung ist halt nur kurz. Die darf nicht so kurz sein. Und sie müsste zum komplett... Sie müsste zum komplett richtigen Zeitpunkt sein. Und wobei, jetzt haben wir ja wieder die Sache mit dem Monitor. Ach so, warte mal. Dass man jetzt wieder irgendwie sein eigenes Timing findet? Oh Gott, das stelle ich mir aber schwer vor. Dass ich jetzt den brate, dann loslaufe, gleichzeitig den Knopf drücke... Ich will mal sehen, wie lange dieser Laser überhaupt unterbrochen ist. Es ist nicht sehr lang. Es ist extrem kurz. Ich kann doch nicht in der Zeit das Turret da retten, oder? Aber es wäre eigentlich... Es sieht sinnvoll aus, ne? Es sieht so sinnvoll aus, als wenn man das tatsächlich hier jetzt nochmal nutzt. Als wenn es eine Zweitverwendung ist. Was würde denn das bedeuten? Also wirklich gut kann ich doch da nichts draus machen. Ich meine, ich bin ja froh, dass ich es schaffe, aber wenn ich es jetzt nicht schaffen würde, dann müsste ich jetzt hier auch noch eine halbe Stunde überlegen. Hä? Das ist ja auch toll. Jetzt natürlich dreckig, aber das kann ich auch wieder korrigieren. Ja, Mann, ich weiß nicht. So Mist. Ich weiß auch noch gar nicht genau, wie das Ende auszusehen hat. So, was ist denn jetzt hier wieder falsch? Der ist jetzt wieder zu hoch. Ah, komm schon. Oh, was ist das denn jetzt? Jetzt muss ich irgendwie das Orangene falsch geholt haben. Das hat ja ein Portal, glaube ich. Ein Portal. Ein Magneten drin. Deswegen ist das natürlich auch jetzt nicht optimal. Oh, verdammt. Jetzt geht das nicht mehr. Das ist natürlich blöd. Also das verändert sich nicht tatsächlich. Ich bin jetzt natürlich auf diese Konstruktion angewiesen, ne? Scheiße. Verdammt.
Das kann doch jetzt nicht sein. Versuch's mal mehr von hier hinten. Vielleicht muss ich eine andere Stelle erwischen. Es ist zu tief. Scheiße. Wie kann denn das zu tief sein? Der Würfel bündelt doch immer gleich, oder nicht? Habe ich eigentlich schon vorher falsch gemacht, indem ich das Portal verändert habe. Ist das jetzt hier schon wieder irgendein anderer Bug, dass das Turret auf einmal... Es ist ja nicht feuerfest. Muss ich irgendeinen Fuß treffen oder sowas? Ich dachte, jetzt kommt schon nichts mehr. Okay. Warum auch immer es jetzt wieder so geht. Aber so geht's. Okay. Okay, also nochmal. Das Turret... Nicht böse sein, dass ich mich jetzt damit so lange aufhalte, ja? Also das Turret muss die ganze Zeit gebraten werden. Ich muss da rein und dann muss hier irgendwas stattfinden, dass der Laser aufhört. Das stelle ich mir eigentlich sehr schwer vor. Cool wäre es, wenn hier einfach ein Gitter wäre und ich die Kugel da hinlegen könnte oder so, wenn ich hier durchgreifen könnte. So, es hat doch jetzt nichts... Nochmal was anderes testen. Also die Kugel macht bitte nicht irgendwas Verrücktes auf dem orangenen Gel. Was ich nicht weiß. Ja, dass sie hier irgendwie unterbricht und nicht und doch und hast du nicht gesehen? Aber was soll so eine Kugel hier machen? Sie muss ja erst hinterher zum Stehen kommen. Was heißt denn das nun auch schon wieder? Das heißt, der muss die ganze Zeit treffen und die muss irgendwann so in den Weg kommen, dass sie länger unterbricht. Wie soll das funktionieren? Das kannst du auch auf die Entfernung gar nicht hinkriegen. Also so richtig, muss ich sagen, finde ich da jetzt keine Lösung mit der Kugel. Auch nicht die, die wir hier schon mal hatten. Wenn sie wirklich ganz langsam... Achso. Ja, ich kann nochmal was ausprobieren. Wollte sagen, wenn sie ganz langsam rollen würde, ja? Und das kann sie ja machen. Wenn sie hier am Anfang gestartet wird. Uff. Wie sie aber auch liegt. Es ist unglaublich. Ich speichere es nochmal so ab. Das war jetzt auch ein Riesenglück, dass sie da so liegt. Und jetzt laufe ich gleich zum Turret hin. Und versuche vorher noch zu gucken, ob sie zufällig... Ich glaube es nicht so ganz. Ganz langsam. Sie rollt ganz langsam. Tatsächlich. Es ist ja nicht zu fassen. Oh, wenn das jetzt funktioniert, ne? Wenn das jetzt funktioniert... Ich brenne. Vielleicht sollte ich nicht so nahe dran stehen. Aber sie rollt ja allein, wenn sie normal rollt, schon ziemlich schnell. Also wenn man sie nur ablegt, kommt sie ja schon sehr ins Rollen. Okay. Sag mir, dass das die Lösung war. Das war zwar jetzt auch nicht super lang, aber es war schon etwas länger. Da, sie ist jetzt einfach ganz... Naja, ich glaube, sie ist tatsächlich ganz langsam unterwegs, so wie wenn man sie ablegt. Und das reicht. Aber das ist auch wieder super... Obwohl, nee, die kommt ja neu. Ich wollte gerade sagen, das ist super riskant, wenn sie hier irgendwie kaputt geht. Aber nein, da passiert nichts. Sie hat ja Auto-Respawner. Sehr gut mitgedacht, muss ich sagen. Jetzt gucke ich mir das nochmal an. Und zwar ein bisschen mehr, dass ich dabei bin. Naja, nee, das war jetzt Quatsch. Ja, aber ich denke, man muss sie jetzt, wenn das der offiziellen Lösung näher kommt oder wenn sie das sogar sein soll, dann muss man sie tatsächlich, weiß ich nicht, hier so langsam rollen lassen. Es ist schon sehr langsam, ne? Also es ist deutlich langsamer, als wenn sie von oben. Ja. Ehrlich, ich habe auf was anderes jetzt keinen Bock mehr. Ich nehme das jetzt als offizielle Lösung. Bin hier über 2 Stunden drin. So, ich habe das Gefühl, ich mache jetzt hier noch irgendwelchen Turret-Firlefanz
um da hochzukommen. Also was muss passiert sein? Es muss... Das ist ja eine richtig dumme Idee. Es muss... Ach, ich ahne es. Was muss denn passiert? Ach nee, es muss ja... Ich ahne überhaupt nichts. Es muss hier unterbrochen sein. Das hier muss... Oh, das hier muss unterbrochen sein. Da darf nicht getroffen werden. Und dann muss wieder getroffen werden. Also ist das doch... Okay. Vielleicht gibt es jetzt eine Möglichkeit, dieses orangene Gel mit einzubeziehen. Oh mein Gott. So, ich brauche jetzt hier wieder eine Verzögerung, ist klar. Das sieht doch gut aus, das sieht doch gut aus. Und jetzt, blitzig. Das hätte ich anders machen können. So. Nee, bisschen mittiger. Es ist nicht ganz so leicht, weil der Fleck doch sehr klein ist. Ich mach mal den Würfel mittig. Jetzt flitz ich. Oder gibt es da eine andere Möglichkeit? Nee, der Laser kommt direkt. Also den muss man unterbrechen. Ich habe nämlich schon überlegt, ob ich von da aus das Turret auflöse. Aber es löst sich ja auf, sobald hier... Halt mal. Naja, ich hatte andere... Scheiße! Oh Gott. Was hab ich für ein Glück, ne? Vielleicht mal in die andere Richtung, wo er nicht so viel anrichten kann. Eieiei. Oder eigentlich geht's auch, würde es auch so gehen. Ne? Sogar viel besser, denn dann sieht man nämlich gleich, was das für eine Flucht ist. Jetzt ist nur noch die Gefahr, dass ich nicht... Also, oder der Laser... Dass der nicht an dem Fuß vorbeikommt, dass der da wieder nicht brutzelt. Das kann man aber mal ausprobieren. Jetzt speichere ich das wieder. Okay, das würde funktionieren. Also, jetzt wäre meine Lösung, dass ich die Beine in die Hand nehme über das orangene Gel, den Würfel greife und einfach Richtung... Obwohl das immer noch sehr weit ist, nachdem ich das orangene Gel nicht mehr habe... Wird's eng. Und meine andere Überlegung war, aber die wird jetzt einfach nicht gehen, dass ich noch irgendwie einen Würfel organisiere. Die liegen halt da, ne? Da komme ich nicht mehr ran. Dass ich jetzt hier irgendwie... Dass ich einen da liegen hätte mit einem unter... Warte mal, ich... Ja. Nee, ich habe ja nichts anderes. Also, was bleibt mir an Items? Mal so rumgefragt. Die beiden sind weg. Das ist keine Chance. Da kann ich auch nicht irgendwie rüberspringen oder sonst was. Und meine Portalverbindung kann ich nicht... Warte mal! Achso, nee. Ich dachte, ich kann die Portalverbindung aufgeben, weil ich ja jetzt alles hier drin habe, was ich brauche. Aber wenn die Portalverbindung aufgegeben ist, kriege ich diese Items nicht mehr rein. Also... Ja, das geht nicht. Das habe ich ja hier die ganze Zeit immer mühsam gemacht. Und wenn ich hier drin bin, habe ich doch auch nirgendwo eine Möglichkeit, hier anderweitig rauszuschießen. Ne? Hier ist alles Wand oder Glas. Also hier stelle ich keine andere Verbindung mehr her. Dann wäre ich mir ziemlich sicher, dass ich die Items nicht mehr holen kann. Also die beiden anderen Würfel. Mit denen kann ich nicht kalkulieren. Mit der... Kann ich mit der Kugel kalkulieren? Nee. Die muss hier drin sein. Mit der kann ich nicht rumjonglieren. Ich mache das jetzt, diese Überlegung, nur weil ich denke, vielleicht ist hier auch wieder irgendwas inoffiziell oder nicht offiziell. Aber andererseits, wozu ist sonst der orangene Fleck da, ne? Hätte man vielleicht freundlicherweise noch einen mehr machen können. Das kommt mir schon sehr kurz vor. Also, ich hatte es eigentlich gespeichert, so. Oh, es funktioniert. Ja, oder? Das soll es sein. Okay, also ich... In der Hoffnung, dass ich alle offiziellen Lösungen gefunden habe. Und wenn, dann möchte ich hier eigentlich auch nichts mehr nachholen in dieser Kammer.
Oder hätte ich hier? Das wäre ja nochmal cool gewesen, wenn ich die Kugel erst mit einbringen hätte müssen, dann hier oben nochmal eine Verbindung sonst wohin durchschießen, die ich dann hier drin habe, dann wieder runter und dann die Items nachholen. Also wenn man die Kammer noch fieser machen wollen würde oder am Ende noch ein kleines Puzzle einbauen würde, dann würde man das vielleicht machen. Geht mir jetzt gerade so durch den Kopf. Ansonsten hoffe ich, dass ich alles zur Zufriedenheit gemacht habe. Natürlich, wenn es anders ist, bin ich daran interessiert, wie es anders ist, aber ich glaube dann, ja, weiß ich nicht. Man könnte mir nochmal einen Tipp geben, vielleicht probiere ich es nochmal privat und so. Vielleicht mache ich auch nochmal 10, 20 Minuten ein Video, wenn es da noch eine Überlegung gibt, die nicht allzu schlimm ist und mich wieder eine Stunde kostet, aber im Wesentlichen habe ich jetzt hier gerade die Schnauze voll. Der bleibt hier oben liegen, ich gehe raus. Oh. Ich habe, bin mir ziemlich sicher, dass ich dieses Video ungeschnitten gelassen habe und bin jetzt aktuell bei 2 Stunden 16. Ich habe mal, nee, ich glaube, es gab zwischendurch nie einen Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt habe ich es gleich. Es taten sich immer neue Probleme auf und ich habe in alle möglichen furchtbaren Richtungen gedacht. Am Ende hat es jetzt irgendwie geklappt. Ja, mein Urteil wäre, sie ist schon krass und sie ist krass durchdacht und so. Aber ich finde sie schon too much eigentlich. Also ein paar Sachen hat man erkannt, was so passieren soll. Das war dann im Rückblick natürlich nicht das Schwierigste, dass man weiß, was die Kugel da machen soll. Um Gottes Willen, aber vieles war dann auch wirklich dreimal hin und her gehen und sich überlegen, wie die Opferung und welche Opferung, wann und wo und so. Und das hat ja ewig gedauert, bis es da mal, bis so das letzte Klick kam bei mir. Wird natürlich an mir liegen, dass ich da eben nicht früher drauf gekommen bin. Aber das, es ist jetzt nicht so, dass ich am Ende sage, wow, ich fühle mich stark, das gelöst zu haben. Also es waren halt noch 2 Sachen dabei, wo ich mir so semi-sicher bin nur, ne? Einmal das Ende, aber ich denke, dafür war einfach das orangene Gel da. Und ja, dass die Kugel nochmal ganz zart unterbricht und man ein bisschen mehr Zeit hat. Oder ob man überhaupt, also ich habe es jetzt 2-mal versucht und auch geschafft, auf hoffentlich offiziellem Wege, den Laser so zu unterbrechen, dass ich das Turret greifen kann, ohne dass es schon brennt. Ich kann es halt auch so greifen, ich weiß nicht, ob ich das darf. Und ich habe jetzt andere Wege gefunden. Da bin ich mir unsicher. Aber insgesamt muss ich leider sagen, bleibe ich jetzt neutral, weil die einfach too much ist, meiner Meinung nach, die Kammer. Also ja, da kann man irgendwie, das kann man geil finden und da kann man Befriedigung daraus ziehen und habe ich ja auch schon in der Vergangenheit aus Kammern gezogen. Also jetzt bitte nicht irgendwie den Vergleich von wegen, aber da hat doch schon mal 4 Stunden Libby Barber gespielt, da kam doch auch der Daumen und so. Ich bin jetzt erstmal streng, vielleicht ändere ich noch meine Meinung. Ich hoffe, man kann es nachvollziehen, was ich jetzt hiermit sagen will. Ich habe ja auch die Stellen drin gelassen, wo ich dann schon wieder sehr unruhig geworden bin. Dafür bin ich ja berühmt berüchtigt, auch in Portal. es gleicht jetzt leider noch nicht aus für mich. Es ist natürlich ein krasses Ding, wie man sich sowas überhaupt erstmal ausdenken kann. Also den Lennart habe ich, glaube ich, auch lange Zeit unterschätzt. Und ich bin natürlich froh, dass er das jetzt nicht in das Stream-Projekt reingepackt hat. Ich hoffe, das wird dann machbarer sein. Insofern ist es natürlich die richtige Entscheidung, das hier als Zuschauerwunsch zu machen. Und natürlich wäre es auch blöd gewesen zu sagen, nur weil es ein Zuschauerwunsch ist und das zufällig eine bockschwere Kammer ist, kann ich ihm die nicht geben. Natürlich willst du wissen, wie ich damit umgehe. Und ja, ich hoffe, insgesamt war es dann doch unterhaltsam genug. Nicht, dass ich da hier irgendwie nur den Idioten gemacht habe und ständig auf dem Schlauch gestanden habe oder zu viel geflucht oder wie auch immer. Ich hoffe ja immer, dass der Unterhaltungswert am Ende da ist. Und wenn der gut war oder zumindest okay, dann waren das jetzt eben 2 Stunden 15 Unterhaltungswert hoffentlich. Ja. Ja, danke fürs Einreichen. Bitte nicht wieder. Zumindest in der Form brauche ich es nicht ständig. Bin ja schon bei kleineren Kammern vom Lennart auch gescheitert. Da war ja mal eine, die man eigentlich sehr schnell erledigt haben sollte. Da habe ich auch schon was nicht verstanden. Und hier, aber ich muss sagen, ich habe wirklich, ne, also muss man auch zugeben, ich bin 1000 Möglichkeiten durchgegangen, was noch alles geht und so peu à peu dann immer wieder, nein, das kann ja nicht gehen und ich brauche ja die Würfel da und hin und her.
Aber ich glaube, mein Rückschluss war richtig, dass ich tatsächlich irgendwie beide Ebenen einbeziehen musste, beide Opferungen, und das war schon echt eine verschärfte Nummer. Und es ist natürlich auch super gemacht, dass hier ständig die sogenannten Reuses kommen, ne? Also, dass man alles wiederverwendet, dass man das Turret, musste man es, ja, klar, am Ende auch nochmal zur Verzögerung benutzt, also zweimal verzögert, dass man zweimal den Laser ungefährlich macht, damit man sich das Turret greifen kann, dass es aber zweimal auch vorher kräftig immer gebraten wird, bis man es sich dann greift. Ja, also ich bin sehr daran interessiert, ob ich das richtig gelöst habe, auf jeden Fall. Ja, also diese ganzen Reuses und dann der Moment, wo ich oben war und mir überlegt habe, Mann, wie stellst du diese Portalverbindung her und hast gleichzeitig alle Würfel irgendwie. Also es war schon super krass, dem kann ich gar nichts absprechen. Ja, aber bevor ich mich weiter um Kopf und Kragen quatsche, weil es ja immer noch eine neutrale Bewertung bleibt, bisher, ja, bin ich mal raus. Bedanke mich recht herzlich für diesen Sadismus und wir sehen uns beim nächsten Mal irgendwo wieder. Tschüss.